Ja, vielen Dank. Schön auch von mir, schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir das hier machen können, dass ja uns vielleicht auch uns ein bisschen hilft, unsere Gedanken zu diesen Ereignissen zu ordnen und hier ein bisschen ins Gespräch und neue Einblicke zu kriegen. Im Januar schon warnte der CDU-Shootingstar Friedrich Merz vor einer Atombombe für die Kapitalmärkte, nämlich den Ausschluss von Finanznachrichtendienst Zwift als Sanktion gegen Russland einzusetzen. Ein damals nur Ökonomie-Nerds bekanntes Akronym erlangte nach dem russischen Einmarsch am Februar traurige Popularität. Plötzlich las man in alten und neuen Medien scharenweise Forderungen nach einer Umsetzung dieser, wie es dann überall hieß, nuklearen Option für das russische Finanzsystem. Tatsächlich beschlossen USA und EU die Abkopplung zumindest einiger belarussischer und russischer Banken, was deren Aktienkurs, auch wenn die Maßnahmen erst am 12. März umgesetzt wurden, sofort in den Keller schickte. Die Abkopplung von SWIFT erschwert im Zusammenspiel mit weiteren Wirtschaftssanktionen den internationalen Zahlungsverkehr Russlands zwar empfindlich, allerdings blockierte diese Abkopplung die internationalen Überweisungen nicht völlig. SWIFT ist, aller Popularität zum Trotz, ein Nachrichtenübermittlungsdienst. Es ging also um Finanzdaten, nicht um Finanzmittel. Das war etwas grundsätzlich anderes bei der zweiten Maßnahme, die nur wenige Tage später ins Spiel gebracht und auch zeitnah umgesetzt wurde. Das Einfrieren der russischen Auslandsreserven. Schon Anfang März konnte man von den russischen Devisenreserven im Gesamtwert von etwa 630 Milliarden US-Dollar etwa die Hälfte nicht mehr nutzen. Viel unmittelbarer als bei der Abkopplung vom Nachrichtendienst SWIFT wurde damit Russlands Zahlungsfähigkeit auf den internationalen Märkten direkt attackiert. Monetäre Kriegsführung. In der Folge schon der Ankündigung der Sanktionen brach der Außenwert des Rubels zunächst dramatisch ein. Börsenwerte kollabierten, der Aktienhandel musste ausgesetzt werden und der Leitzins auf erdrückende 20% angehoben. Putin selbst beschwerte sich gestern über diesen, in seinen Worten, Economic Blitzkrieg. Diese historisch keinesfalls einmalige, aber doch ungewöhnliche Attacke auf die internationale Zahlungsfähigkeit einer Großmacht hat in der Öffentlichkeit für einige Verwirrung gesorgt. Weil man nachvollziehbarerweise ja meinte, Devisenreserven im Ausland zu haben, hieße irgendwie über sie verfügen zu können. Wie man es eben aus dem Umgang mit dem eigenen Geldbeutel kennt. Den Großteil ihrer Devisenreserven hält die russische Zentralbank allerdings genauso wie alle Zentralbanken eben als Ansprüche gegen andere Staaten und andere Zentralbanken, also als Bankschulden und Staatsschulden. Deswegen könnte man natürlich beim Einfrieren dieser Bankschulden auch einfach von einem Bankrott oder einem Verzicht der Schuldzahlung sprechen. Sie liegen also, die Devisen Russlands liegen also nicht in Russland, genauso wenig wie Euro-Devisen in Europa oder Dollar-Devisen in den Händen der Halter liegen. Euro-Devisen sind Ansprüche gegen das europäische Bankensystem und Dollar-Devisen Ansprüche gegen das US-amerikanische Bankensystem. Die liegen nie woanders, sondern sind eben Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern, die sich wechselseitig zu bestimmten Handlungen verpflichtet haben. Und diese Handlungen kann man eben verweigern. Die Reserven einfrieren. Dieser Akt verwandelte also einen großen Vermögensbestand Russlands zu bloßen Zahlen auf Papier. Ich will nun in aller Kürze drei mögliche politische Kollateralschäden dieser monetären Kriegsführung aufmerksam machen, um damit vielleicht auch Fragen überzuleiten, die sich in diesem Kontext stellen. Erstens, das, was wir Geld nennen, ist, das haben wir durch diese Maßnahmen noch einmal praktisch vor Augen geführt bekommen, ein globales Geflecht aus Ansprüchen. So wie unser privates Geld auf dem Girokonto ein Anspruch gegen eine private Bank ist, rechtlich kein Anspruch auf Güter, sondern ein Anspruch auf weitere Ansprüche, werden ökonomische Prozesse international von grenzüberschreitenden Ansprüchen ermöglicht, die nur und ausschließlich davon leben, dass sie respektiert werden. Dieser Respekt vor Ansprüchen bildet die Infrastruktur der Weltwirtschaft. Es ist deswegen auch kein Wunder, dass die einseitige Kündigung solcher Ansprüche normalerweise nicht zur Verhandlungsmasse geopolitischer Konflikte gehört, zumindest dann nicht, wenn man sich davor und möglicherweise danach auf Augenhöhe begegnen will. Im Zweiten Weltkrieg hatte das Deutsche Reich schon halb Europa besetzt, bevor die USA Auslandsvermögen nur mehr deutscher Territorien einfroren. Und auch damals fragte sich etwa der Ökonom und Wirtschaftspolitiker Judd Polk in der Foreign Affairs,
ob man nach einem solchen Schritt überhaupt wieder zu einer liberalen Wirtschaftsordnung zurückkehren könne, zu deren Working Fictions es eben gehört, dass monetäre Ansprüche bedingungslos respektiert werden. Das Einfrieren von Reserven als politische Option auf dieser Ebene könnte deswegen Tendenzen zu einer Regionalisierung der Weltwirtschaft vorantreiben, die sich etwa in der Entwicklung von SWIFT-Alternativen, der durchaus als Herausforderung des weltweiten Zahlungsmittels US-Dollar intendierten digitalen Zentralbankwährung und der Abwicklung von internationalen Zahlungen nicht über Dollar und Euro, sondern über Drittwährung oder bilaterale Vereinbarungen beitragen. So haben Russland und Indien in den letzten Tagen ein Projekt reaktiviert, in dem indische Ölimporteure ihre Rechnungen an Russland in ihrer eigenen Währung zahlen können. China und Russland rücken näher zusammen und Saudi-Arabien erwog am Anfang der Woche, Öl künftig auch gegen Yuan zu verkaufen und nicht mehr nur gegen US-Dollar. Wir sehen also in Zukunft womöglich eine Diversifizierung solcher monetären Infrastrukturen, in denen Vermögenswerte dann vornehmlich innerhalb geopolitischer Machtblöcke gehalten und nur dort zur Abwicklung von Zahlungen als bedingungslos gelten können. Die monetäre Kriegsführung könnte für eine breite Öffentlichkeit zweitens etwas verdeutlichen, was politische Ökonominnen und Ökonomen schon seit Jahren predigen. Nicht nur die Abhängigkeit von Importen wie Gas, sondern auch die Abhängigkeit von Exporten macht ein politisches Gemeinwesen verletzbar. Asymmetrische Zahlungs- und Handelsbilanzen, das heißt Import- und Exportüberschüsse, stellen Sicherheitsrisiken dar, denn beides, sowohl das Abdrehen des Gashahns als auch das Einfrieren von Geld, kann eben zur Waffe werden. Christian Lindner hat mit seiner Rede von den grünen Energien als Freiheitsenergien hier bereits die Vorlage einer möglichen Diskursverschiebung bereitgestellt, in der nun die graduelle Steigerung der natürlich nie erreichbaren, also stets fiktiven, wirtschaftlichen Autarkie auch in dem Land des Exportweltmeisters mehr Raum gewinnen könnte. Der Krieg und die monetären Sanktionen treffen drittens eine Weltwirtschaft in extrem angespannter Lage. Deren Finanzsystem kann seit der Krise von 2008 nur durch die Unterstützung einer ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken überhaupt funktionieren, aus der diese nun aufgrund der Rückkehr der Inflation eigentlich gerade aussteigen wollen. Einige Kennziffern der Finanzwirtschaft laufen gerade so schlecht wie seit 2008 nicht mehr. In der Presse wurde bereits am Anfang dieser Woche von einem neuen Lehman-Moment gewarnt, einer drohenden Finanzkrise also, nicht zuletzt wegen des unklaren Status russischer Anlagen, die unter anderem von nachhaltigen ESG-Fonds in der Eurozone getätigt wurden. Erneute Omikron-Lockdowns in China stören wieder einmal die Lieferketten, die Ausgaben für Energien laufen derart aus dem Ruder, dass in dieser Woche nunmehr die Real- und nicht mehr nur die Finanzwirtschaft bei der EZB um Unterstützung gebeten hat, also neues Geld gefordert hat. Und derzeit in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, häufig übersehen, schon vor dem Krieg waren die Lebensmittelpreise auf einem gefährlichen Höheflug, sodass jetzt allerorts vor einer Food Crisis im globalen Süden gewarnt wird. Zumal mit Russland und Ukraine sehr wichtige Weizenlieferanten aus dem Weltmarkt ausfallen. Wer nun mit Achselzucken darauf verweist, Sanktionen würden eben immer beiden wehtun, dem Sanktionierenden genauso wie dem Sanktionierten, wir müssten eben für den Frieden Opfer bringen, der steigt in ein perfides politisches Spiel ein. Denn natürlich schultern nicht wir die Kosten, weil das ökonomische Wir immer auch eine Vokabel des eines Bürgertums war, das sich in Wahrheit um die Gesellschaft nicht schert. Niemand kann im Rückblick auf Finanzkrise, Eurokrise und Pandemie Inventur betreiben und übersehen, dass diese Krisen denjenigen mit üppigen und gut sortierten Investmentportfolios immer weniger hart getroffen haben, als jene, die mit dem Auto zur Probearbeit auf die befristete Teilzeitstelle im Amazon-Lager fahren müssen, während sich die Kraftstoffunternehmen als Kriegsgewinnler gütlich tun, indem sie die Spritpreise trotz sinkender Rohölkosten derzeit weiter durch die Decke treiben. Und wenn unsere Sanktionen Lebensmittelknappheiten verschlimmern sollten, tragen auch nicht wir im globalen Norden diese Kosten. Insgesamt, und damit bin ich auch fertig, verweist uns die ökonomische Krisenkette aus Finanzkrise, Corona-Krise und Krieg, zumal unter dem Dach des Klimawandels, mit unabdingbarer Wucht auf die politische Qualität ökonomischer Infrastrukturen, Prozesse und Verwerfung. Niemand kann ernsthaft die Fiktion eines konfliktfreien Wirs aufrechterhalten, das von den ökonomischen Kosten und Risiken des Krieges und seiner Gegenmaßnahmen einheitlich betroffen wäre.
Und niemand kann in diesen Jahrzehnten permanenter Spannung der globalen Wirtschaft mehr blind auf den Preisbildungs- und Steuerungsmechanismus Markt verweisen, um die Verteilung lebenswichtiger Ressourcen und Energie und Nahrungsmittel zu organisieren. Und schließlich kann wirklich niemand mehr behaupten, Zahlungsfähigkeit wäre eine objektive Messgröße, wenn die politische Verhandelbarkeit monetärer Ansprüche, also der genuin politische Charakter des Geldes, derart deutlich auf dem Tisch liegt. Dankeschön. Aaron Saar, danke dir. Es gibt jetzt die Möglichkeit, erstmal auch Fragen aus hier dem Rund zu sammeln an Aaron Saar. Ich habe aber auch den Chat im Blick, sodass ich auch alle, die jetzt bei YouTube zuschauen, herzlich einladen möchte, auch ihre Fragen hier einfach zu posten, sodass wir hier sie einbinden können. Ich hoffe, dass ich mittlerweile gut zu verstehen bin. Ich habe jetzt eben hier mitbekommen, dass das nicht so der war. Dafür nochmal Entschuldigung. Wir probieren es jetzt besser. Gibt es Fragen an Aaron Saar? Bitte schön. Ja, also einmalig, wenn es um Länder geht, die zuvor sozusagen anerkannt haben, dass sie im selben Club spielen. Ne? Nicht Länder, wenn wir an Iran oder Venezuela denken, die das... Ja, und dann frage ich mich, was macht den Ukraine-Konflikt so einmalig, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt sind? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir mit auf die Liste nehmen müssen, wo wir wahrscheinlich auch an dieser Stelle zunächst nur die Frage vielleicht erstmal mitnehmen und weiter betrachten. Vera Linke, bitteschön. Vielleicht, um die Frage zu wiederholen für die Menschen, die bei YouTube zuhören, ist es möglich, parallele monetäre Infrastrukturen laufen zu lassen? Wie schätzt du das ein als Wirtschaftssoziologe? Ja, also ich glaube, es gibt die Kommunikationsnetzwerke wie SWIFT oder die Alternativen, die entwickelt werden, die können sicherlich nebeneinander laufen, aber es gibt schon eine relativ lebhafte Debatte darüber, dass zum Beispiel China den Vorschluss ihrer eigenen digitalen Zentralbankwährung nicht zufällig zusammen mit zum Beispiel Projekten wie der neuen Seidenstraße propagiert. Ja, sozusagen, dass das ist auch kein Geheimnis, sondern diese Pläne werden auch relativ öffentlich verhandelt, dass man natürlich möglicherweise damit, dass man, wenn man es schafft, sozusagen eine Währung anzubieten, die man auch als Endnutzer relativ einfach benutzen kann, ohne über den Dollar gehen zu müssen, weil man nicht über eine amerikanische Bank gehen muss, in dem Moment, wo China sehr viele Verträge mit eben Anbietern sozusagen der Seidenstraße hat, kann das schon, wird schon sozusagen diese Möglichkeit einer Alternativen zum US-Dollar als globalen Zahlungsmittel als sehr realistisch eingeschätzt. Die Debatte um die sozusagen De-Dollarisierung, also diesen Machtverlust, die ist ja auch schon länger, also auch solche Ankündigungen der ölexportierenden Staaten, möglicherweise mal eine andere Währung als Zahlungsmittel zu akzeptieren als den Dollar, die gibt es ja auch immer mal wieder sozusagen. Das sind ja schon lange andauernde Kämpfe. Aber es ist immer sozusagen ein bisschen schwierig, diese Szenarien wirklich zu bewerten. Ja? Aber es gibt, würde ich sagen, schon sehr direkte Versuche, die Dominanz des US-Dollars zu umgehen, indem man eben nicht nur ein anderes Kommunikationssystem für Dollarzahlungen benutzt, sondern wirklich auch andere Zahlungsmittel. Also da gibt es eben dann sozusagen bilaterale, das ist auch alles gar nicht so leicht, weil wenn man sozusagen jetzt als indischer Ölimporteur mit Rupien in Russland zahlt, dann muss man trotzdem irgendwie sozusagen Geld auf dem russischen Konto erzeugen, das dann Rubel ist. Ja? Und dafür nimmt man halt in der Regel eine andere Währung. Und diese Versuche bedeuten irgendwas, ne? Diese Versuche sozusagen da Alternativen zu finden.
Ja, ich nehme eine Frage aus dem Chat hinzu. Plus Minus Tu fragt oder bezieht sich auf die Situation in den Niederlanden, wo jetzt sehr kurzfristig Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe gesenkt wurden. Und die sehr offene Frage ist zunächst mal, was läuft da anders? Das ist jetzt ja erstmal eine Vergleichsperspektive, die wieder aufgemacht wird. Hast du dazu eine Einschätzung, Aaron? Also ich bin immer zögerlich, das ist nicht das Optimale für solche Podien, sozusagen Expertise in allen möglichen Bereichen zu reklamieren, die ich dann auch nur aus der Lektüre von Zeitung habe. Aber was sich sozusagen abzeichnet, auch dadurch, dass wir einfach jetzt diese Woche den Fall haben, dass Energiezwischenhändler sich an die Zentralbank wenden und sagen, wir brauchen Liquidität, wir brauchen Geld von euch, weil wir sozusagen das sonst nicht mehr stemmen können, zeigt eben, dass ich glaube ich, im Gegensatz vielleicht zu einer Phase der relativen Ruhe, als wir dachten, die Inflation wäre überwunden, eben schon jetzt einfach der Eindruck durchsetzt, dass solche Preise eben keine natürlich gegebenen Sachverhalte sind, ja? Keine mechanischen Ausdrücke, sondern in politischen Kontexten eingebunden sind, die dann verschiedene Arten von Antworten reklamieren können. Ja? Und das eben jetzt im relativen, ja, auf der Höhe des wirtschaftspolitischen Diskurses über Maßnahmen diskutiert werden, die lange völlig verdrängt waren, wie Preiskontrollen oder so. Das zeigt eben, das zeigt auch die Vielfalt dieser Maßnahmen, dass wir dort auf Probleme aufmerksam werden, die nicht sozusagen mit Verweisen auf sich regulierende Gleichgewichtszustände oder so begegnet werden können. Mhm. Vielen Dank. Bitteschön. Ich hätte mal eine Frage. Diese Situation ist ja sehr extrem, würde ich sagen, die man da jetzt geschaffen hat mit der monetären Kriegsführung. Meine Frage ist, wie lange ist dieser Zustand jetzt durchhaltbar? Wenn der Krieg jetzt irgendwie noch 5 Monate, oder weiß ich nicht, wie lange es dauert, und auch wenn der Krieg dann zu Ende ist und Russland wird dann natürlich, wenn sie den Krieg gewinnen, werden sie irgendwie die Ukraine so für sich beanspruchen. Und dann kann man ja diese Sanktionen, wird es ja schwer, das zurückzudrehen. Und ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass eventuell die westliche oder vor allem Westeuropa mit in den Abgrund gezogen wird. Ist das irgendwie, aber wie lange hält man das durch jetzt? Ich wiederhole kurz die Frage für die Zuschauenden vor YouTube. Es geht um die Frage der Durchhaltbarkeit der jetzigen Sanktionspolitik. Ja, hast du da eine Einschätzung zu, Aaron? Ja, also ich meine, wir müssen uns einfach klar machen, dass immer noch eine ganze Menge von Handelsbeziehungen laufen. Ja? Also diese Woche und in den nächsten Wochen, sozusagen die Finanzwirtschaft weiß ganz genau zum Beispiel, wann russische Anleihen fällig werden. Und man erwartet, dass die bezahlt werden. Ja, also wir haben sozusagen die Schulden, die wir bei Russland haben, eingefroren. Aber es ist enorm wichtig, dass die Russen ihre sozusagen Staatsanleihen und die Zinsen darauf, da gab es gestern sozusagen, sind da ein paar fällig geworden, dass sie die zahlen. Weil natürlich alle wissen, dass die diese Anlagen auch in den Bilanzen von Firmen liegen, die dort nicht einfach verschwinden können. Ja. Das heißt, alle sind relativ, nach meiner Einschätzung sind alle gerade in der Finanzwirtschaft sehr, sehr angespannt. Man guckt sehr, sehr genau auf die Indizes. Vieles normalisiert sich. Der Rubelkurs ist auch wieder gestiegen. Ja, was immer ein Hinweis ist, dass man sich in bestimmten Situationen entweder einrichtet oder damit rechnet, dass es sich bald wieder normalisiert. Ja, aber die wirtschaftliche Lage ist extrem angespannt. Ja, und da wird man nicht mit konventionellen Erwartungen einfach so durchkommen, wenn man das lange durchhält. Ja? Da muss man die erprobten Maßnahmen ergreifen, die wir kennen. Also das Retten von Instituten durch Zentralbanken und so weiter. Das haben wir ja glücklicherweise eingeübt in den letzten 15 Jahren. Du hast in deinem Vortrag auf die Ansprüche abgehoben, die jetzt ja nicht mehr bedient werden als Teil dieser monetären Kriegsführung. Es gibt von Freibeuter im Chat eine Frage, die sich auf den damit möglicherweise verbundenen Vertrauensbruch bezieht und dementsprechend auch auf Produkte wie US- oder EU-Bonds.
ob die jetzt eigentlich heutzutage, ob die nicht besonders auch empfindlich getroffen werden durch diese Sanktionspolitik selbst. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze zu diesen Bonds sagen, dass wir vielleicht etwas wissen, was das eigentlich ist für diejenigen, die sich damit nicht so befassen, und vielleicht da eine Einschätzung dazu geben, wie, ja, ob man sich da gewissermaßen ins eigene Fleisch schneidet. Ich glaube, also so würde ich zumindest diese Frage interpretieren. Na, ich würde sie vielleicht auch noch ein bisschen weiter interpretieren. Also ich habe deswegen diesen kurzen Verweis auf Judd Polk gebracht und die Debatte, die in den USA geführt wurde, in einem kleinen Zirkel natürlich sozusagen im Zuge des Zweiten Weltkriegs, ja, sozusagen, also eine ganz, die ja die Maßnahmen trotzdem gemacht haben gegen die deutschen Territorien, ja, aber die sich dann eben gefragt haben, in so einer Art Krieg, wie macht man danach weiter? Also sozusagen, wessen Vermögenswerte werden danach wieder anerkannt? Weil am Ende ist das ja nichts, wir reden hier bei Bonds, das sind Zahlungsversprechen, ja, wir reden hier von Nummern, die in Tabellen stehen und die etwas bedeuten, die nämlich bedeuten, dass die EZB dass diese Nummern als Zahlung akzeptiert für eine Lieferung oder so. Ja? Und das kann man jetzt einfach voraussetzen, aber wir merken ja in solchen Situationen, dass es nicht voraussetzungslos ist, dass es Situationen gibt, unter denen, das ist für eben manche Regionen, Iran, Venezuela sozusagen schon bekannt, dass solche Sachen gekündigt werden können und dann plötzlich nur noch Zahlen sind. Ja? Und das Es gab ja einfach dieses Konzert von Großmächten, in Anführungszeichen. Da ist das nicht die normale Verhandlungsmasse. Ja, deswegen die große Aufregung, wenn man so eine Maßnahme vollzieht. Und ich würde jetzt, es ist einfach schwer das jetzt sozusagen zu spekulieren. Ja, aber wenn man die Vermögenswerte eines Landes einführt, dabei aber weiterhin von diesem Land die ganze Zeit Rohstoffe kauft und auch erwartet, dass das Land seine Schulden bezahlt, und das macht das auch. Ja, also Russland hat... Da gibt es ja Kontakte mit dem Finanzministerium, die haben am Mittwoch gesagt, sie hätten die Überweisung schon getätigt für die Zinsen, die fällig wurden. Also ich mache jetzt keine Witze, das können Sie bei Bloomberg und so nachlesen. Die haben gesagt, wir hätten die Überweisung am Dienstag rausgeschickt. Die ist nur noch nicht angekommen. Also da findet ja die ganze Zeit was statt. Das heißt, davon, von da aus eine Rückkehr auf der rein ökonomischen Ebene zur normalen Beziehung ist kein so großer Schritt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich bewusst werden muss, was das eigentlich sozusagen bedeutet, solche operativen Fiktionen in Frage zu stellen, die nämlich heißen, an Vermögen sind Vermögen, weil wenn wir und darüber nachdenken, dass sie es vielleicht nicht mehr sind, weil sie nur Zahlen auf Papier sind, dann haben wir ein richtiges Problem, weil mehr ist ja unser Bankkonto auch nicht am Ende. Und den Bruch, muss ich dann sozusagen sagen, der bringt einen dann, glaube ich, daran, zu Fragen zu stellen darüber, wie geht es danach weiter, wie nimmt man solche Beziehungen wieder auf, unter welchen Bedingungen, oder was macht man, wenn man sie nicht zeitnah wieder aufnehmen will oder so. Ja. Mhm. Vielen Dank. Philipp Müller. Ich finde deine Überlegung einfach sehr interessant, inwieweit es jetzt zu sowas kommt wie einer Regionalisierung von monetären Infrastrukturen, und das besonders im Vergleich zu der Situation des Zweiten Weltkriegs. Also grundsätzlich ist ja diese monetäre Kriegsführung, und darauf hast du ja angespielt, ein relativ alter Hut. Also das hat man schon früher gemacht von Seiten der USA. Aber interessanter ist im Zweiten Weltkrieg natürlich eigentlich die umgekehrte Variante. Also die Ansprüche waren ja nicht sozusagen unmittelbar in der Richtung, dass die USA sozusagen da der Anspruchhalter war, sondern vielmehr war es ja so, dass Deutschland sozusagen derjenige war, der vor allem geschuldet hat. Und die Deutschen haben natürlich ihre Zahlungen irgendwann im Verlauf des Zweiten Weltkriegs auch eingestellt. Also die haben auch das Vertrauen in der Hinsicht gebrochen und sozusagen ihre Zahlungen dann nicht mehr weiter getätigt. Also dieses Vertrauen, dieses Versprechen gebrochen. Also um das Phänomen weiß man schon relativ lange und hat darüber auch schon lange gesprochen. Und eigentlich würde man ja so aus dem Bauch raus denken, dass die Situation des Kalten Krieges also die Voraussetzung schlechthin geboten hätte, um sowas wie eine Regionalisierung von monetären Infrastrukturen mal wirklich durchzuführen. Man hat es aber nicht gemacht. Was glaubst du, was ist der Unterschied der jetzigen Situation, die sozusagen ein Szenario wahrscheinlicher macht als nach 1945? Im Plenum gab es die Frage, dass der Kalte Krieg eigentlich schon die sehr günstige Bedingungen gegeben hätte für Formen der monetären Kriegsführung, / einer Regionalisierung von monetären Infrastrukturen. Es ist hat nicht stattgefunden, aber es findet heute statt, und du bist um deine Einschätzung gebeten,
wie man da vielleicht diese Situation erklären kann. Ja, also da bin ich wirklich kein Experte für, aber es gab ja durchaus Bestrebungen, sozusagen in den Blöcken die Bezahlungsbeziehungen sozusagen intern abzuwickeln. Also die Bestrebung gab es ja von der Sowjetunion. Man war nur sozusagen auf den Handel zwischen den Blöcken abhängig. Ne? Ich meine, was das Interessante an der Zweiten Weltkriegssituation ist ja eben nicht, was wir kennen und ständig erleben, ist, dass jemand, der zahlen muss, eine Zahlung nicht leistet, einstellt sozusagen. Ne? Aber was wir da eben in der Zweiten Weltkriegssituation hatten, ist eben, dass die USA gesagt haben, Deutschland hat ganz viele Gebiete besetzt, wir frieren jetzt norwegische Vermögenswerte bei uns ein. Ja, wir frieren die Vermögenswerte der besetzten Gebiete ein und dann ganz offen sozusagen mit der Debatte, wir wissen ja nicht, ob das sozusagen eine genuine Anfrage ist, wenn jetzt jemand aus Norwegen kommt und sagt, wir wollen unsere Sachen verkaufen, dann wissen wir nicht, ob das der Deutsche mit der Pistole oder wirklich Norwegen ist und da müssen wir irgendwie wieder hinkommen. Und da haben die wirklich sozusagen darüber diskutiert, wann wissen wir, dass die wieder frei entscheiden, wie wissen wir, wer eine Marionettenregierung ist und wer nicht, wessen Zahlungen sozusagen wollen wir akzeptieren. Ja? Und was die Situation heute ja ein bisschen anders macht als in Zeiten der großen Blockbildung, ist, dass so viele Länder, die aufstrebend sind wie China, sehr klar sehen, welchen Vorteil die USA durch die Dominanz des US-Dollars haben und deswegen sagen, dieses Privileg ist so ein starker Nachteil für uns, dass wir uns Wege überlegen, da rauszukommen. So, ne? Und das ist natürlich sozusagen, wäre jetzt meine Vermutung, aber Philipp, da bist du als Historiker berufener, dass das sozusagen in Zeiten eines Kalten Krieges eben schwieriger war, innerhalb des Blocks vielleicht solche Herausforderungen zu stellen. Außerdem ist dieses exorbitante Dollarprivileg, mit dem wir heute zu tun haben, ja eines, was Post-Bretton Woods ist. Ne? Also sozusagen nach dem Aufkündigen des Dollarstandards. Das ist eine historisch betrachtet eine relativ junge Entwicklung sozusagen, ne? die jetzt mit Mühe und Not sozusagen, wo man sagt, die kann man ja nur herausfordern, wenn man sozusagen Handelsbeziehungen etabliert und ein Zahlungsmittel anbietet, das in diesem Raum benutzbar ist und für die Leute sozusagen dann attraktiv genug ist. Ne? Sozusagen, solange Dollar leichter ist und man sich mit den USA nicht verscherzen will, ist es einfach sozusagen schwierig. Und das ist erst eine relativ junge Entwicklung, dass es Wirtschaftsräume gibt, die so groß sind sozusagen und so eine wichtige Rolle spielen, dass sie sagen, das gehen wir an. Und du weißt ja auch sozusagen, was das für bei China mit der neuen Seidenstraße für ein gewaltiges wirtschaftspolitisches Projekt ist, das da angehängt ist. Ne? Man kann eben nicht einfach nur eine neue Währung anbieten, da passiert dann wenig sozusagen. Ne? Aber vielen Dank. Dann schlage ich vor, dass wir vielleicht erstmal diesen Themenblock so ein bisschen an die Seite stellen. Falls Ihnen noch eine Frage durch den Kopf geht, wir haben auch abschließend noch die Möglichkeit, nochmal in großer Runde auf auch schon bereits diskutierte Aspekte einzugehen. Theresa, du hast uns was über den sogenannten Westen mitgebracht. Genau. Nochmal kurz die Frage an die Technik. Ist es okay, wenn ich an das Pult gehe? Ja. Ja? Dann würde ich das machen. Ja, das wird jetzt irgendwie ein ziemlich rabiater Wechsel von Problemkonstellationen und Referenzrahmen. Genau, es wird um den... Es soll um das gehen, was so immer als der Westen beschrieben wird. In der Sozialtheorie gibt es dafür, finde ich, so ein bisschen, also ein Begriff, mit dem ich lieber umgehe, den der Moderne. Also wenn jetzt immer von der modernen Gesellschaft die Rede ist und der Moderne, können Sie dafür sozusagen den Westen ersetzen. Als Soziologin, die sich seit vielen Jahren mit bewaffneten Konflikten und politischer Gewalt beschäftigt, beobachte ich die diskursive Konjunktur historischer Superlative, die den Krieg in der Ukraine umgibt, eher mit Skepsis. Nicht alles, was in der persönlichen Erfahrung unerwartet oder überwältigend erscheint, ist ein Wendepunkt im historischen Sinne des Wortes. Insofern ist vieles, was derzeit in den Meinungs- und auch den Feuilleton-Seiten der Zeitung zu lesen ist, ist deutlich anders als meine eigene Wahrnehmung. Dennoch habe auch ich hier und da den Eindruck, grundlegendere Veränderungen zu beobachten. Und eine solche Beobachtung möchte ich im folgenden Teilen und zur Diskussion stellen. Es geht um die Frage,
was der Krieg in der Ukraine mit Vorstellungen von Europa und eben dem Westen und dem europäischen Selbstverständnis macht. In Angesicht der Kürze der Zeit wird das jetzt alles etwas holzschnittartig ausfallen, wofür ich jetzt schon um Verständnis bitte. Jedem Nachdenken über und auch jedem Sprechen über Gewaltereignisse, und das heißt auch dem Nachdenken und Sprechen über Kriege, sind Vorstellungen über die Ordnung der Welt eingeschrieben. So lässt sich eine zentrale Einsicht der neueren Gewaltsoziologie zusammenfassen, deren Entwicklung maßgeblich auch hier in diesem Institut vorangetrieben wurde. Moderne Gesellschaften, westliche Gesellschaften, so die Überlegungen in dieser Forschungsrichtung, unterhalten ein sehr spannungsreiches Verhältnis zur Gewalt. Die Verbreitung universalistischer Prinzipien und Normen, die man ja ganz stark mit der europäischen Geschichte verbindet, allen voran die Menschenrechte, hat Gewalt normativ problematisch werden lassen. Legitimierbar ist Gewalt eigentlich nur noch im Modus der Selbstverteidigung oder der Nothilfe. Doch gerade deshalb kommt Gewalt in der Moderne eine ganz herausragende Bedeutung zu. Die eigene normative Gewaltaversion, also die Abkehr von der Gewalt, ist ganz zentral für das Selbstverständnis moderner Gesellschaften. Und deshalb ist die kritische Auseinandersetzung mit der Gewalt der anderen, man selber versteht sich ja als gewaltavers, ein ganz zentraler Mechanismus der Selbstvergewisserung. Der modernistische Blick teilt dann die Welt auf in Zonen der Zivilität und der Ordnung einerseits und in Zonen der Barbarei andererseits. Das konnte man in den Diskursen rund um bewaffnete Konflikte, insbesondere nach dem Ende des Kalten Krieges, ganz wunderbar beobachten. In diesem Sinne sind Politiken und öffentliche Debatten, die sich mit Gewaltkonflikten beschäftigen, also immer auch Prozesse der Selbstverständigung, die moderne Gesellschaft nicht nur mit ihren Prinzipien und Normen, sondern immer auch mit ihrer eigenen Geschichte konfrontieren. Und auch der Krieg in der Ukraine setzt solche Prozesse der Selbstverständigung in Gang. Im Vergleich zu den diesbezüglichen Debatten der letzten Jahre verschiebt sich dabei jedoch die Perspektive, insbesondere innerhalb des europäischen Diskursraums. Denn seit dem Ende des Kalten Krieges wurde diese Gewaltfrage prominent vor allem im Horizont internationaler Interventionspolitik behandelt. Das heißt, es ging um innerstaatliche bewaffnete Konflikte in Staaten im sogenannten globalen Süden. Und da können Sie, wenn wir jetzt vom Ende des Kalten Kriegs her denken, mit dem Bürgerkrieg in Somalia und dem Genozid in Ruanda anfangen, bis in die allernächste Gegenwart, die Interventionen in Afghanistan, die jüngst zu Ende gegangene, oder auch in Syrien oder im Irak. In all diesen Kontexten im globalen Süden ging es darum, inwiefern militärisches Eingreifen geboten oder möglich war, um Gewalt zu beenden und zu einer Befriedung gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse an einem ganz anderen Ort beizutragen. Das war einerseits eine Dynamik, die Gewaltdynamik, die sich entfernt von Europa ereignete. Andererseits konfrontierte diese Auseinandersetzung mit dieser entfernten Gewalt die europäischen Staaten und Gesellschaften mit einer ganz bestimmten Phase ihrer eigenen Geschichte, nämlich mit der imperialen Expansion und mit kolonialer Herrschaft. Denn diese Krisengebiete lagen ausnahmslos, muss man vermutlich sagen, in den vormaligen Einflusszonen der imperialen Großmächte. Und oft ließen sich die Konfliktlinien, die Konflikte im Hier und Jetzt antrieben, bis in die Zeit europäischer Fremdherrschaft nachzeichnen. Nun ist die Geschichte dieser Interventionspolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts alles andere als ein Ruhmesblatt. Und dieser Eindruck soll hier auch nicht erzeugt werden. Jüngere Entwicklungen in Afghanistan sind dafür nur das prominenteste Beispiel. Doch hatte die Auseinandersetzung mit Gewaltkonflikten im globalen Süden den nicht unerheblichen Effekt, zuvor selbstverständliche Vorstellungen der zivilisatorischen Überlegenheit Europas zu irritieren. Die Interventionspolitik konfrontierte Europa mit seiner eigenen kolonialen Geschichte und erschütterte damit die Selbsterzählung von Europa als gewaltarmem oder gewaltaversen Kulturraum, weil der europäische Kolonialismus und die imperiale Expansion ja selbst extrem gewalthaltige politische Projekte waren.
Die Auseinandersetzung mit dieser fremden Gewalt im globalen Süden machte also die eigene Gewalt präsent. Und diese intellektuelle Bewegung öffnete das europäische Selbstverständnis für Momente der Demut. Die Selbstverständigungsprozesse in Nord-Süd-Perspektive hatten die Tendenz, Europa zu dezentrieren und auf eine Neubestimmung der Verortung des alten Kontinents in einer postkolonial globalisierten Welt zu drängen. Zentral war in diesem Prozess unter anderem die Einsicht, dass die universalistischen Prinzipien, die mit der Aufklärung sozusagen in die Welt gebracht wurden und die europäische Gesellschaften immer wieder als den normativen Kern ihrer eigenen Identität beschwören, dass diese universalistischen Prinzipien und Normen durch und durch historische Konstrukte sind und dass diese Normen ihre emanzipatorische Wirkung nicht deshalb entfalten, weil es sozusagen ewige Wahrheiten sind, sondern nur deshalb, weil immer wieder neu um ihre Bedeutung und vor allen Dingen auch ihre Reichweite gerungen wird und gestritten wird, weil immer wieder neue Prozesse der Aneignung durch neue Teile der Weltbevölkerung sich ereignen. Nun hat auch der russische Angriff in der Ukraine Auseinandersetzungen mit dem Selbstverständnis Europas ausgelöst. Und zwar in einer Breite und Intensität wie kein anderer Gewaltkonflikt seit dem Ende des Kalten Krieges, abgesehen von den Anschlägen am 11. September 2001. Allerdings laufen die Entwicklungen hier in eine ganz andere Richtung. Der Blick ist nun an einer West-Ost-Achse orientiert, die einen ganz anderen historischen Kontext aufruft: Systemwettbewerb und Kalten Krieg. In diesem Horizont ist die Gewaltfrage nicht mit Ausbeutung und Unterdrückung, sondern mit einer Geschichte politischer Gegnerschaft verknüpft. Hatte die Auseinandersetzung mit der Gewalt der anderen im globalen Süden das europäische Selbstverständnis in produktiver Weise destabilisiert, erzeugt der Krieg in der Ukraine Selbstverständigungsprozesse, in denen die Überlegenheit der eigenen Perspektive wieder eine unhinterfragte Prämisse darstellt. Die eben erwähnten universalistischen Normen und Prinzipien sind in diesem Szenario wieder ein Distinktionsmerkmal, also etwas, das manche eben besitzen und andere nicht, und dass sagen der historische Gehalt und die Dynamik dieser Prinzipien gerät wieder in Vergessenheit. Nun ist bekanntlich im Krieg keine Zeit zu diskutieren. Da muss es schnell gehen, heißt es immer, da müssen die Dinge eindeutig sein. Doch an dieser Stelle sei daran erinnert, dass Deutschland und auch die anderen Staaten der EU ja keineswegs im Krieg sind. Und ein Europa, das die Distanz zu sich selbst verliert, ist definitiv keine gute Nachricht. Und dass dieser Distanzverlust zu sich selbst ist ja nicht nur mit Blick auf Europa als Ganzes, sondern auch auf die europäischen, also innerhalb jedes einzelnen europäischen Nationalstaats zu beobachten, wo man eine Rückkehr nationalistischer, heroistischer und anderer längst vergessen geglaubter Diskursmuster beobachten kann. In den letzten Wochen ist immer wieder über die Wehrhaftigkeit von Demokratien, und die Demokratie ist sozusagen die politische Organisationsform, die versucht, diesen universalistischen Prinzipien wie den Menschenrechten beispielsweise Ausdruck zu verleihen und dem gerecht zu werden. Über die Wehrhaftigkeit von Demokratien ist in den letzten Tagen und Wochen immer wieder viel diskutiert worden, und in diesen Gesprächen entsteht oft der Eindruck, es geht bei dieser Frage um den Feind im Außen, und die Wehrhaftigkeit der Demokratie ließe sich beispielsweise durch Rüstungsinvestitionen erzeugen. Dem würde ich entgegenhalten, dass Demokratien vor allen Dingen auch dann wehrhaft sind oder deshalb wehrhaft sind, wenn sie ihre eigenen Bedingungen und Prozesse reflektieren können. Denn das ist die Voraussetzung dafür, sich in einer sich immer dynamisch verändernden Welt immer wieder neu zu diesen Normen und Prinzipien, die vielen Menschen im Westen, in Europa und in der ganzen Welt viel bedeuten, ins Verhältnis zu setzen und ihnen so eine Realität zu geben. Und diese
Herstellung von Distanz zu sich selbst, diese Beobachtung, das, sozusagen diese Selbstbeobachtung scheint im Augenblick in das Diskursfeld nicht so leicht einzustreuen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es diese Veranstaltung gibt, die jetzt nicht den Schlagzeilen hinterherläuft, sondern ein bisschen einen anderen Blick wagen will. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass die Sozialwissenschaften hier eine wichtige Aufgabe haben, denn das ist unser Hauptjob, die Gesellschaft mit etwas Distanz zu beobachten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Theresa. Wiederum die Frage an Sie und an uns alle. Gibt es zunächst noch Rückfragen, Kommentare? Bitte schön. Ich wiederhole es kurz. Die Frage bezog sich darauf, dass es so eine Personalisierung des Krieges als Putins Krieg gegeben hat. Und die Frage bezieht sich darauf, ob es nicht auch so eine Art Technik ist, die russische Bevölkerung weiterhin als Bevölkerung eines modernen Staates oder der Moderne zu betrachten und da eine starke Trennung vorzunehmen. Theresa, wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, also ich würde das auch in dieser Hinsicht lesen. Diese Personalisierung wirft natürlich wieder dann ganz eigene Probleme auf, wenn es sozusagen dieser eine böse Mensch ist und sozusagen das Bild ist. Aber was sicherlich sinnvoll ist, ist, dass sozusagen allen Diskurstendenzen, die so eine Pauschalverurteilung der russischen Bevölkerung vornehmen, entgegenzuwirken. Was aber in all diesen Bewegungen trotzdem immer noch passiert, ist, dass diese Debatten eben ganz stark in so einem nationalistischen Rahmen stattfinden. Also ich finde, es gibt jetzt auch eben so eine Rückkehr des Nationalstaatlichen, auch wenn wir hören ja nachher etwas über die Ästhetik des Protests in der alten Friedensbewegung. Die neue Friedensbewegung hat jetzt eine nationale Flagge als ihr Symbol sich gewählt, was man auch als Paradoxie beschreiben kann. Also mit der Flagge von Nationalstaaten für den Frieden zu demonstrieren, ist durchaus ein spannungsreiches Geschäft. Aber gegen die Pauschalverurteilung anzukämpfen, wäre schon mal ein erster Schritt, wie man für den Frieden eintreten kann, ohne nationalistische Muster zu bedienen. Das ist, glaube ich, wirklich eine anspruchsvolle intellektuelle oder auch vielleicht kreative Aufgabe, die aus meiner Sicht noch nicht bewältigt ist. Ja, vielen Dank. Wir haben zunächst noch jemand anderes auf der Liste. Ich nehme Sie gleich dran. Lars Döpking, bitteschön. Die Anmerkung kam aus dem Plenum, inwiefern sich viele Vorgänge, die wir heute gerade in der Region Russland, Ukraine finden, etwas nicht zeigen, wie gewaltsam quasi fundiert eigentlich auch so ein Projekt der Moderne ist und das auch als solches irgendwie in Anführungszeichen studierbar macht. So habe ich jetzt zumindest die Anmerkung verstanden. Theresa, was denkst du?
Ja, also ich vielleicht um die Unterschiede noch mal so ein bisschen zu konturieren. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass in der Moderne das Verhältnis zur Gewalt problematisch geworden ist und sie ist eigentlich nur noch sagen im Modus der Verteidigung von der Selbstverteidigung oder der Nothilfe legitimierbar. Also sagen aggressive Gewalt ist also im Horizont dieses modernen Normenkanons nicht mehr wirklich legitimierbar, auch nicht, weil man, den nationalen Lebensraum erweitern will oder all diese Diskursfiguren, die es mal gab, die sind, kann man so nicht mehr verwenden, wenn man auf Legitimität zielt in der Breite. Was jetzt passiert mit dem Krieg, den wir jetzt gerade beobachten, ist, die Debatte geht um, setzen wir jetzt Waffen ein, treten wir selber in den Krieg ein, um die Demokratie, um diesen Teil der Welt aktiv zu verteidigen. Weil es alles so nah an uns dran liegt und weil es sich einschreibt in so eine Geschichte der Ost-West-Konfrontation und so weiter, hat das eine größere Selbstverständlichkeit als dieselben Debatten in den postkolonialen Kontexten. Also in den postkolonialen Kontexten entsteht die Instabilität dadurch, dass das Anerkenntnis sozusagen, dass es dort eine eigene Gewaltgeschichte gibt, die problematisch ist, entsteht sozusagen eine andere, oder ist aus meiner Sicht, aber das würde ich jetzt auch erst nur in diesem Vergleich eben sagen, eine andere Reflexionsbewegung über die Jahre entstanden in manchen Diskursräumen, die sich unterscheidet von dem, was jetzt in der Reaktivierung dieser Geschichte politischer Gegnerschaft passiert. Wo man sozusagen ein Gegenüber hat, das irgendwie fast auf Augenhöhe, also das eben das ist nicht dieser ganz andere, sondern das ist ein politischer Gegner mit einem anderen Projekt und das findet man eben nicht gut. Und das erzeugt sozusagen andere Legitimationsmöglichkeiten der Gewalt und erzeugt auch mehr Stabilität. Also die Rechtfertigungsnotwendigkeiten in diesen Interventionskonflikten, die scheinen mir doch irgendwie komplexer gelagert gewesen zu sein und auch die daran anschließenden Diskurse komplexer als das, was wir jetzt beobachten, wo das alles vor allen Dingen geopolitisch diskutiert wird, aber ja nicht normativ. Also normativ ist irgendwie, scheint es klar zu sein, dass man das eigentlich machen sollte. Geopolitisch könnte es dann irgendwelche Effekte haben, die man vielleicht doch nicht will. Und das ist was anderes als die Frage, wollen wir den ruandischen Genozid aufhalten und was ist dafür die Legitimationsgrundlage und was ist unsere Verantwortung in einem postkolonialen Kontext und so. Vielen Dank. Hier vorne gab es eine Frage, bitteschön. Ja, danke. Wenn wir uns einig sind, dass es wünschenswert wäre, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden, wie hilfreich ist es denn, wenn man Putin als Angreifer, der ja ohne Frage ist, und der Krieg ist auch legitim, alles richtig, aber wie hilfreich ist es in der genannten Zielsetzung, wenn man ihn so dämonisiert, wie man das tut? Also wenn man das ernst nimmt und ihn als Verbrecher bezeichnet und vor ein Gericht bringen will, um ihn abzuurteilen, da muss man Russland besiegen und einen Regimewechsel da vornehmen. Mhm. Ja. Also wie ist es sinnvoll, die moralische Karte zu ziehen und den Gegner so zu dämonisieren? Mhm. Vielen Dank. Die Frage aus dem Plenum bezieht sich auf die Dämonisierung des Gegners, also konkret der Person Putin. Frage bezieht sich darauf, wie sinnvoll oder welche auch Konsequenzen so etwas haben kann. Theresa, hast du da einen Gedanken zu? Ja, ich glaube, ich würde das relativ kurz beantworten. Also ob das sinnvoll ist, das ist ja immer die Frage, was sind die Ziele der Person, die diese Frage stellt oder die das tut. Also aus manchen Perspektiven ist es vielleicht sinnvoll. Eine allgemeine Antwort gibt es da nicht. Ich finde jetzt als Soziologin würde ich sagen, es gibt halt, also sozusagen, es gibt auch den Job zu tun, etwas anderes zu entwickeln. Und diese Aufgabe, die würde ich
also ganz stark auch in der wissenschaftlichen Reflexion sehen. Also diese Dämonisierung findet statt, die Effekte kann man diskutieren. Man kann aber dann auch nochmal darüber nachdenken, was für ein Sprechen über so einen zwischenstaatlichen Krieg, weil das ist ja auch der große Unterschied zu diesen Interventionskontexten. Es ist eben ein Krieg zwischen zwei Staaten und deswegen reden wir auch die ganze Zeit über diese Staaten. Sozusagen, wie kann man das, also wie kann man darüber eigentlich sprechen und forschen, ohne diese nationalistische Konfliktlogik diskursiv mit zu bedienen. Also in den 80er Jahren wurde in Deutschland und auch anderswo sehr viel darüber nachgedacht, wie friedensfördernde Forschung aussehen kann. Also wie man jetzt so forscht, dass man nicht mit eskaliert. Und ich finde, diese Frage, die stellt sich jetzt irgendwie doch nochmal neu. Vielen Dank. Aaron Saar, bitteschön. Nur daran kurz anschließend, weil ich mich, also man könnte sich doch auch vorstellen, vielleicht, geht vielleicht auch ein bisschen an Sie zurück, dass man jetzt sozusagen sich auch irgendwie sozusagen zur Selbstvergewisserung der eigenen Position sagt, man, Putin ist ein Kriegsverbrecher, aber wenn sich der Konflikt relativ schnell löst, ist das auch wieder vergessen. Also wir müssen uns mal daran erinnern, wie Trump die Leute die ganze Zeit bezeichnet hat. Und dann ist der abgewählt und dann interessiert das keinen mehr. Ja, dass er sozusagen, der hat auch Staatschefs beleidigt. Das ist aus der Situation, glaube ich, jetzt auch, würde ich sagen, sehr schwer zu beurteilen. Aber vielleicht ist es sozusagen auch was man sozusagen im Spiel der Geopolitik dann einfach weiß, das machen die anderen dann. Ja, dafür gibt es ja auch diesen ganzen sozusagen nicht mit wirklichen Machtmitteln ausgestatteten Gerichte. Und da rechnet ja auch niemand wirklich damit, dass Putin, also dass er da jetzt hingekommen wäre zu seinem Termin. Ja, da hat ja niemand mit gerechnet. Und ich bin mir nicht ganz sicher sozusagen, wie stark wirklich die Wirkung dieser Dämonisierung jetzt auf einer geopolitischen Ebene ist. Ja, aber das ist jetzt auch eher als Frage formuliert, dass vielleicht jemand dazu eine substanziellere Einschätzung hat als ich. Ja, müssen ja nicht nur, ich dachte, wir können ja auch mal fragen. Das ist das Motto des Abends. Gibt es dazu eine Reaktion? Ansonsten nehme ich auch gerne weitere Impulse zu dem Vortrag von Theresa Kolumba-Beck entgegen. Alexander Hope, bitteschön. Ich frage mich die ganze Zeit, und das ist vielleicht ein bisschen anknüpfend an das, was Herr Döpfing schon gesagt hat, ob man diese Geschichte der Irritation nicht doch auch anders erzählen kann. Und zwar so, dass es bei diesen Interventionen im globalen Süden sehr bequem war und sehr stabilisierend für die Beobachter im Norden, dass es sich eben geografisch weit weg abgespielt hat. Und dass die große Irritation, die jetzt stattfindet mit diesem Konflikt, und das erklärt vielleicht den anderen Umgang damit, eben der Umstand ist, dass das nicht mehr geht. Und insofern ist vielleicht auch ist das vielleicht eher die Geschichte der Irritationen, die man erzählen kann. Und eine der anderen Irritationen, die natürlich auch aufkommt im Zusammenhang mit diesem Konflikt, ist, dass man sich jetzt näher damit beschäftigen muss, dass das ja schon seit 2014, also schon lange Zeit, ein Krieg ist, der passiert, inmitten von, also deshalb wird das ja immer gesagt, inmitten von Europa, das ist das Irritierende, weil Europa ja angeblich friedlich ist, obwohl natürlich auch der Jugoslawien-Konflikt nicht so weit zurückliegt. Sozusagen, ich frage mich einfach, ob man die Geschichte der Irritation über diese vorgestellte Geografie anders erzählen könnte. Die Frage aus dem Plenum ist eine doppelte, die sich auf die Irritation oder vielleicht auch das allgemein Überraschtsein jetzt auf den russischen Angriff bezieht, wenn ich es richtig verstanden habe. Der erste Teil der Frage bezieht sich darauf, ob das nicht die Deutung der geografischen Nähe eine viel wichtigere ist, als du sie vorgestellt hast, Theresa. Und der zweite Aspekt der Frage bezieht sich vor allen Dingen auf auch eine Kontinuität, nämlich die Beobachtung, dass auch in der Region seit 2014 bereits Krieg
ist und das letztendlich auch nochmal analytisches Potenzial bietet, um sich begreiflich zu machen, wie jetzt auch tatsächlich aus einer vielleicht eher westeuropäischen Sicht auf die Situation dort geschaut wird. Hast du einen Gedanken dazu, Theresa? Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich, die jetzt mir nochmal Gelegenheit gibt, ein etwas aufzugreifen, was in der Diskussion, auch in der öffentlichen Debatte, mir zu undifferenziert erscheint. Also es gibt Krieg und dieser Krieg in der Ukraine, der hält tatsächlich ja schon länger an, aber es ist einfach ein manifester Unterschied. Also was wir vorher gesehen haben, war, würde man jetzt aus so einer, konfliktsoziologischen Perspektive würde man als einen separatistischen Konflikt bezeichnen. Ganz klassische Konstellation, es ging um Grenzgebiete in einem Land. Es war sozusagen völlig klar, dass da auch Russland sozusagen als die russische Staatsführung einen Einfluss hat. Aber erstmal waren es Separatisten auf dem Gebiet der Ukraine. Und insofern in dieser Typologie eine innerstaatliche Konfliktkonstellation mit dieser äußeren Einflussnahme, was typisch ist für separatistische Konflikte. Und davon aber, also sagen, in der Dynamik ganz anders ist ein offizieller Krieg zwischen zwei Nationalstaaten. Und das ist auch der einzige, das ist auch die einzige Perspektive, in der das Reden von plötzlich ist in Europa Krieg, hatten wir schon lange nicht mehr Sinn macht, weil tatsächlich der Krieg zwischen zwei Nationalstaaten, den gab es wirklich schon länger nicht mehr. Es gab alle möglichen, also gerade separatistische Konflikte hatte man ja auch vorher schon, denkt man an das Baskenland oder an Nordirland. Und also was man jetzt einfach nochmal deutlich sieht, ist, dass der Krieg zwischen zwei Nationalstaaten ganz andere diskursive Logiken in Gang setzt. Diese innerstaatlichen Konflikte, die haben andere Möglichkeiten von Deniability, sage ich jetzt mal, von Verantwortungsverschiebung. Da ist mehr Interpretationsspielraum, wer ist jetzt eigentlich für was zuständig, wo ist jetzt das Problem, als bei so einem Einmarsch in ein Land, der auch im Fernsehen noch angekündigt wird. Und da würde ich sozusagen einen sehr deutlichen Unterschied tatsächlich sehen. Also das hat was miteinander zu tun, aber es ist nicht dasselbe. Natürlich kann man die Geschichte der Irritationen auch anders erzählen. Ich habe tatsächlich selbst ein Faible für die überraschenderen Erzählungen. Und ich würde tatsächlich, mein Eindruck ist, dass man, das, und das könnte man auch noch mal stärker empirisch plausibilisieren, dass sich in der Auseinandersetzung mit den Konflikten im globalen Süden so viel Reflexion des Nord-Süd-Verhältnisses stattgefunden hat, dass das nicht mehr dasselbe ist wie, weiß ich nicht, 1989. Also weil es diese Interventionskriege gab, die zur Reflexion mit der kolonialen und imperialen Geschichte aufgefordert haben. Also dass Postkolonialismus irgendwie wichtig ist. Das haben jetzt sogar also Leute im Auswärtigen Amt verstanden. Also ob sie es machen, ist jetzt was anderes, ist eine andere Frage. Aber dass man sozusagen als Topic hat das eine gewisse Präsenz. Und in diesem Sinne meine ich Destabilisierung. Und dass jetzt über so etwas wie die Rückgabe der Benin-Bronzen verhandelt wird. Das sind sozusagen Momente, wo so ein anderes, etwas demütigeres europäisches Selbstverständnis sich aus meiner Sicht ausdrückt. Und das ist was anderes, als wenn sozusagen in den Gewaltdynamiken, die wir jetzt beobachten, aber das jetzt reden wir ja auch über etwas, was erst 3 Wochen alt ist. Und wenn wir hier in einem Jahr wieder sitzen oder 10, sehen wir vielleicht auch nochmal ganz andere Sachen. Ja, vielen Dank. Wir machen den von dir eben schon angesprochenen weiteren Bruch. Das hat was natürlich mit dem Veranstaltungsformat zu tun, das wir uns vorgenommen haben, nämlich ganz unterschiedliche Impulse hier auch zu versammeln. Den nächsten Impuls hat uns Wolfgang Knöbel mitgebracht zu Fragen der Wehrpflicht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich bin einigermaßen gut zu verstehen. Ich habe eine veritable Entzündung. Von daher hoffe ich, dass ich einigermaßen gut sprechen kann und dass ich den Vortrag, der ja auch ein kurzer sein wird, durchhalten kann. Ich werde über die Wehrpflicht reden und muss gleichzeitig auch gestehen, ich bin überhaupt kein Experte für aktuelle Debatten über die Wehrpflicht, aber ich habe mich vor ziemlich genau 20 Jahren ziemlich intensiv mit Wehrpflicht in unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Und fand es irritierend, wie plötzlich diese Debatte über die Wehrpflicht aufkam, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen wen auch immer irgendwie zu erhöhen.
und will Ihnen da meine Gedanken mehr oder minder mitteilen. In einem am 2. März, also vor 2 Wochen, in der Wochenzeitschrift Die Zeit abgedruckten Streitgespräch zwischen dem ehemaligen grünen Abgeordneten Hans-Christian Ströbele, dem Ex-US-General Ben Hodges, dem ehemaligen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Ruprecht Polenz, CDU, und Dunja Neukamm, Stabsfeldwebel der Reserve, über die zukünftige Rolle der Bundeswehr in Deutschland, wurde angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine die auch in der weiteren Öffentlichkeit mittlerweile diskutierte Frage der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht zur Stärkung der deutschen Verteidigungsbereitschaft diskutiert oder diese gar gefordert. Ich möchte diese Diskussion zum Anlass nehmen für einen historischen Rückblick auf die deutsche wie internationale sozialwissenschaftliche wie öffentliche Debatte zur Wehrpflicht, so wie sie vor und nach der Jahrtausendwende geführt worden war, als nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder sich anschickten, die Wehrpflicht entweder auszusetzen oder gar ganz abzuschaffen. Zur Erinnerung, ausgesetzt wurde die Wehrpflicht in Deutschland 2011. Meine Frage lautet also, was ist von der ganz aktuellen Debatte über die Wehrpflicht im Licht vergangener Diskussionen und Analysen zu halten? Weil aus meiner Sicht alle 4 der soeben angesprochenen Diskussionsteilnehmerinnen im soeben angesprochenen Streitgespräch von ziemlich fragwürdigen oder einseitigen Prämissen ausgehen. Im Übrigen auch Hans-Christian Ströbele, der als Gegner einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht davon sprach, dass nicht zuletzt die Grünen und Teile der Friedensbewegung die Abschaffung, Zitat, dieses Zwangsdienstes hart erkämpft hätten. Wer hier was und warum erkämpft hatte, darüber wird noch zu sprechen sein. Ganz grob zur Erinnerung. Im Zeichen des Kalten Krieges gab es kaum einen Staat in Europa, der nicht irgendeine Form der Wehrpflicht hatte, die freilich sehr unterschiedlich ausgestaltet sein konnte. Eine Ausnahme von der Regel war hier Großbritannien, das seine Wehrpflicht schon in den frühen 1960er Jahren abgeschafft hatte. Aber fast alle anderen Länder schlugen einen anderen Pfad ein. Und die Bundesrepublik Deutschland, welche die Wehrpflicht 1956 eingeführt hatte, war hier gewissermaßen nur Mitläufer in einem Pulk anderer Staaten, die wie selbstverständlich auf die Wehrpflicht setzten. Natürlich gab es auch in den 1960er bis 80er Jahren Fachdebatten über den Sinn und Unsinn der Wehrpflicht. Angegangen wurde das Thema aber eben erst, als mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Kalte Krieg zu Ende war. Dann vollzog sich europaweit ein enorm schneller, ich würde sagen unglaublich schneller, institutioneller Umbau in fast allen europäischen Nationalstaaten, die bis auf wenige Ausnahmen ihre Wehrpflicht abschafften oder aussetzten oder nur sehr rudimentäre Formen von Wehrpflicht beibehielten, sodass derzeit allenfalls noch Länder wie Griechenland oder die Türkei, Russland oder die Ukraine aufgrund ihrer geopolitischen Lage oder ihren entsprechenden Interessen eine Wehrpflicht im Sinne der Dienstpflicht aller jungen Männer aufrechterhalten. Aber entscheidend für mein Argument ist, dass um 2010 von den 28 NATO-Staaten, und zu ihr gehören ja nicht nur europäische Länder, lediglich 4 keine reine Berufs- bzw. Freiwilligenarmee hatten. Was also waren die Gründe und Ursachen für den schnellen und umfangreichen Abschied von der Wehrpflicht? Ich glaube, man kann 5 Ursachen, Gründe benennen. Erstens, durch die Verbreitung von Nuklearwaffen sowie die militärische Hochtechnologie ist die Massenmobilisierung der Bevölkerung mittels der allgemeinen Wehrpflicht nicht mehr so zwingend bzw. nicht mehr so funktional wie noch in der Zeit vor 1945. Eine kapitalintensive Armee wurde wichtiger als eine zahlenstarke. Zweitens, die nach 1945 verstärkt einsetzende Entkolonialisierung verringerte den Umfang der militärischen Aktionen der ehemaligen Kolonialmächte, was ebenfalls zum Absenken der Militärstärken beitrug und damit die Beibehaltung großer wehrpflichtigen Heere nicht mehr nötig machte. Drittens, die mit zunehmender Bildung und wachsendem materiellem Wohlstand einhergehenden soziopolitischen Wandlungen in westlichen Industriegesellschaften, hier war damals das Stichwort Postmaterialismus, ließen die Wehrpflicht, jenes Zwangsinstrument des Nationalstaates,
zunehmend obsolet werden. Der Niedergang der Massenarmeen sei auch, so schon das Argument von Militärsoziologen der 1960er und 70er Jahre, bedingt gewesen durch eine Erosion der Bindungen der Bürger an ihre jeweiligen Nationalstaaten, welche es zunehmend schwieriger machten, eine ganze Bevölkerung hinter eine nationale militärische Aufgabe zu versammeln. Und denken Sie vielleicht auch an Deutschland und über die stets damals steigende Zahl von Wehrkriegsverweigerern. Ja, und das war nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern auch ein internationales. Viertens, besonders bedeutsam ist selbstverständlich auch das Ende des Kalten Krieges und der Zusammenbruch der Sowjetunion, welche die Hochrüstung und damit auch die Notwendigkeit großer Streitkräfte beendeten. Und fünftens, und das ist jetzt eigentlich das Argument, die Ursache, der Grund, der mich am meisten interessiert, eng mit dem Ende des Kalten Krieges zusammenhängend, hat sich schließlich für die Groß- und Mittelmächte die Möglichkeit ergeben, zum Teil im Auftrag der UN in verschiedenen Weltteilen militärisch zu intervenieren, sei es aus humanitären oder auch sonstigen Gründen. Offensichtlich ist es aber für Nationen mit wehrpflichtigen Armeen relativ schwierig, derartige Interventionen mitzumachen, weil solche Einsätze entweder technisch enorm aufwendig und damit mit den nur kurz ausgebildeten Wehrpflichtigen oft nicht zu bewerkstelligen sind oder politisch nicht durchgesetzt werden können. Für Frankreich mit seinem großen wehrpflichtigen Heer war es zum Beispiel im Golfkrieg von 1990-91 aus verfassungsrechtlichen Gründen wesentlich schwieriger, große Truppenkontingente zu entsenden, als für Großbritannien mit seinem vergleichsweise kleinen Berufsheer. Anstöße zum Ende der Wehrpflicht in Frankreich sind dann auch gerade vor dem Hintergrund dieser Situation erfolgt, also der Notwendigkeit internationaler Intervention. Der Schweizer Militärsoziologe Karl Haltiner hat unter Einbeziehung dieser fünf Faktoren vor etwa 25 Jahren folgende plausible Hypothese zu den hier unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Militärumbaus formuliert. Der Abschied von der Massenarmee erfolgt umso schneller, je stärker ein Land in ein sicherheitsversprechendes Militärbündnis eingebunden ist, je geografisch entfernter es von Krisenregionen und je aktiver es an internationalen Einsätzen beteiligt ist. Und dies führt mich nun zurück zu Hans-Christian Ströbele und seiner Aussage. Und zu einigen vielleicht als politisch zu bezeichnenden Anfragen an die derzeitige Debatte. Es ist zweifellos richtig, dass die Wehrpflicht in Deutschland auch deshalb so massiv unter Druck kam und relativ problemlos ausgesetzt werden konnte, weil erhebliche Wehrungerechtigkeiten existierten. Ja, also die meisten Leute wurden gar nicht gebraucht und deswegen wurden auch viele gar nicht eingezogen. Wurde doch zum Ende nur eben ein vergleichsweise geringer Prozentsatz der Wehrpflichtigen tatsächlich ins Militär einbezogen. Derart viele Rekruten brauchte man schlicht nicht. Und natürlich, da hat Ströbele recht, gab es auch Druck von pazifistischer Seite. Dieses militaristische und vielleicht als anachronistisch zu bezeichnende Institut der Wehrpflicht abzuschaffen. Aber dass die Wehrpflicht dann tatsächlich ausgesetzt werden konnte, hatte nicht zuletzt auch damit zu tun, dass wehrpflichtige Armeen für internationale Einsätze denkbar schlecht geeignet waren. Die zunehmende internationale Rolle der Bundeswehr, ein anderes Institut, nämlich ein Berufsheer benötigte. Erkämpft wurde also die Aussetzung der Wehrpflicht, aber damit auch die globale Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Und dies bringt mich zum Schluss meiner Ausführungen und zur Gegenwart. Auch wenn ich weiß, dass in Ländern wie Litauen angesichts geopolitischer Spannungen die schon abgeschaffte Wehrpflicht jüngst vorübergehend wieder eingeführt wurde, so erscheint mir ein solcher Schritt in Deutschland eher unwahrscheinlich. Sieht man ab von der Situation einer vielleicht direkten militärischen Aggression gegen Deutschland, dann ist es wahrscheinlich möglich. Warum es unwahrscheinlich ist, hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass man einem Land, das nicht in der Lage ist, die allgemeine Impfpflicht durchzusetzen, wirklich glaubt, eine allgemeine Wehrdienstpflicht durchsetzen zu können. Dies hat eher damit zu tun, dass sich Deutschland im Zuge und im hoffentlich baldigen Nachklang des Ukraine-Krieges vermutlich immer stärker via NATO an die USA binden werden. Der angekündigte Ankauf von F-35 Kampfjets deutet schon darauf hin, und es scheint mir derzeit eher unwahrscheinlich, dass sich eine Bundesregierung, welche Couleur auch immer, in Zukunft leicht amerikanischen Ansinnen für Auslandsinterventionen, wo auch immer, wird entziehen können. Derartige Interventionen dürften mit einem wehrpflichtigen Heer nicht zu machen sein, wie selbst Putin sieht,
der den Einsatz von russischen Wehrpflichtigen in der Ukraine sofort zu dementieren suchte. Insofern erscheint mir die derzeitige Debatte um eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in Deutschland eine Scheindebatte zu sein. Sie lenkt ab von einer Frage, die mir sehr viel wichtiger erscheint. Tun wir eigentlich gut daran, uns so umstandslos an die USA zu binden? Wenn man hier Zweifel hat, dann sollte man sich vielleicht nicht nur das Horrorszenario einer Rückkehr Trumps in das Präsidentenamt ansehen, die scheint ja momentan im Fokus verschiedener militärstrategischer Überlegungen zu stehen, sondern vielleicht auch außenpolitischen Ambitionen einiger Demokratinnen im US-Kongress oder in der derzeitigen US-Administration. Ob diese so besonders attraktiv sind für alle Deutschen, das scheint mir doch sehr die Frage. Und das hat nichts damit zu tun, dass meiner laienhaften Auffassung nach Putin ein Kriegsverbrecher ist. Aber die Verurteilung Putins und seiner verbrecherischen Politik kann ja nicht umstandslos bedeuten, dass man sich dem Willen der anderen militärischen Supermacht so einfach fügt, wie sich das jetzt abzuzeichnen scheint. Anders formuliert, und ich versuche das jetzt nochmal zu wenden mit einem Satz, eine ernsthafte Debatte über Wehrpflicht könnte man durchaus führen, aber nur dann, wenn man anderen außenpolitischen Leitlinien folgt als jenen, die ganz aktuell dominieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch einige Fragen, Rückmeldungen, Kommentare zu gibt. Herzliche Einladung dazu. Lars Döpking, bitteschön. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wenn ich Ende muss ich noch nachdenken. Ich hätte noch einen Fakt, den man diskutieren könnte, weshalb es unwahrscheinlicher ist, die Wehrpflicht hier einzuführen. Das ist ja der Grund, dass es tendenziell erstmal gut ist, eine in Grundwehrfragen ausgebildete Bevölkerung zu haben, wenn man direkt einer Invasion gegenübersteht. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wehrpflicht ein bisschen das Dingerrakete bedienen können, höher, als wenn wir nur die ganze Zeit FSJ und Zivildienst geleistet haben. Das ist ja relativ dadurch verhindert, dass man quasi zwischen sich und einem potenziellen Aggressor sogenannte Pufferstaaten hat, also geopolitische Regionen, die quasi einfach Invasionsarmeen erstmal aufsaugen können, bevor sie überhaupt einmarschieren können. Also wenn ich noch quasi noch mit anzufügen, neben der Möglichkeit von Auslandsintervention etc., quasi lange man in der Situation ist, wo es keine aggressiven Anrainerstaaten gibt, das eigentlich keinen Sinn macht, weil es auch keinen Bündnisfall gibt, der das erfordern würde. Vielen Dank. Die Frage bezieht sich darauf, ob es nicht eben ein zentrales Argument ist gegen die Wehrpflicht oder für diesen historischen Wandel, den Sie angesprochen haben, dass es quasi keine unmittelbaren aggressiven Anrainer gibt, die dann immer eigentlich ein Motiv wären, doch an einer Wehrpflicht und einer Wehrhaftigkeit festzuhalten. Genau, aber das habe ich ja angesprochen mit dieser einen Hypothese von diesem schweizerischen, also Militärsoziologen Karl W. Halthiner, der eben auch unter anderem die Hypothese wagt, je weiter man entfernt ist von solchen Konflikten, also weniger wahrscheinlich ist es dann, dass die Wehrpflicht aufrechterhalten wird. Vielen Dank. Arunsa, bitteschön. Nochmal eine kurze Nachfrage zu Ihrer Befürchtung. Oder die Frage ist sozusagen, welche Anlässe sehen Sie zur Befürchtung, dass es eine Annäherung an die USA gibt? Ich meine, sozusagen die Vermutung steht irgendwie im Raum. Die könnte ja aber auch davon geleitet sein, dass wir ganz im Hinterkopf ein kaltes Kriegsmodell haben, wo wir sagen, na, irgendwie müssen wir uns ja annähern. Ja? Aber man könnte doch auch erstmal sagen, naja, Flugzeuge wollten wir die ganze Zeit, es hat überhaupt nicht geklappt, die zu bauen, die sind alle richtig schlecht. Und in den USA liegen die halt rum, ja, und die sind halt auf dem Markt, wie es dann so schön hieß. Und dann kauft man die jetzt halt, weil bei aller Kritik sozusagen an den 100 Milliarden für die Rüstung, politisch hat man es ja schon so ein bisschen verstanden, das kann man schön machen, ja, das kann man schön verkünden, dann macht man so einen schönen Coup, dann wird man irgendwie von allen Verlagshäusern gefeiert, als der Kanzler, der endlich was tut. Aber das ist es auch erstmal. Ja. Wir kaufen halt was, was da ist, was wir schon ganz lange haben wollten, aber nicht hatten sozusagen. Was sind die Indizien darüber hinaus für diese Tendenz? Naja, also ich würde erstmal sagen, dass es so viele erfolgreiche Anläufe nicht gab, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft ins Leben zu rufen, weil die Interessen innerhalb von Europa, also innerhalb der Länder, die sozusagen zur EU zählen, also einfach sehr unterschiedlich sind. Und dann gab es natürlich immer auch die Frage, ob nicht bestimmte Länder also hier voranschreiten sollen. Also konkret werden dann immer Deutschland und Frankreich genannt. Deutschland und Frankreich könnte in der Atomallianz irgendwie so die tragende Kraft der europäischen Verteidigungspolitik sein.
Und die Debatte wird ja aktuell ja auch ganz massiv von einigen Leuten auch geführt. Also wir, wie auch immer das ist, also wir mit den Franzosen zusammen sozusagen könnten hier was bilden. Ich sehe aber gleichzeitig schon, dass angesichts, und das greift vielleicht auf die Westendebatte zurück, angesichts der Konflikte, die es innerhalb der EU gab, vor dem Ukraine-Krieg, also wir dürfen uns ja vielleicht irgendwie auch erinnern, ob wir, wenn wir vor 4 Wochen gefragt worden wären, ob die Polen so einfach zum Westen gehören oder die Ungarn so einfach zum Westen gehören, da hätten wahrscheinlich Teile der Bevölkerung sozusagen so bestimmte Zweifel geäußert. Und das scheint jetzt sozusagen ja eine massive hegemoniale Deutung zu sein. Es gibt sozusagen ein Europa. Ich glaube aber, dass wenn es wiederum zum Schwur kommt und es gab eben verschiedene Anläufe zu dieser europäischen Verteidigungspolitik, wird es sozusagen Schwierigkeiten geben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die anderen europäischen Staaten quasi das Voranschreiten von Frankreich und Deutschland so einfach akzeptieren würden, weil die natürlich auch andere Interessen haben. Und das führt dann natürlich dazu, dass man sich natürlich fragt, ja, was sind dann eigentlich die Alternativen? Und ich würde schon sagen, dass es natürlich schon seit langem, das war schon vor Trump und das ist unter Biden auch weitergegangen, sowas wie ein normativer Druck aufgebaut wurde, dass natürlich die Bundesrepublik ihren Verteidigungsbeitrag massiv erhöhen muss. Und ich sehe momentan angesichts dieser Lage nicht, dass dies außerhalb der starken Führung der USA passieren wird. Also das ist meine Vermutung, das ist sozusagen natürlich auch nichts, was ich belegen oder beweisen kann. Aber die vergangenen Konflikte innerhalb der europäischen Staaten würden aus meiner Sicht eine gute Wette abgeben, dass es in diese Richtung laufen wird. Und die andere Frage ist natürlich, kann man sich eigentlich so problemlos von einem Land abkoppeln, wenn man das wollte, wenn man gleichzeitig die Waffensysteme massiv kauft? Also hätte ich auch meine großen Zweifel. Bitteschön. Nein, also wegen dieser 85 Millionen Dollar Maschinen, also das allein wird es sozusagen letztendlich nicht machen. Aber ich meine, man wird doch, glaube ich, kaum bestreiten können, dass die NATO unter der Führung der USA steht. Wenn es keine europäische Verteidigungsgemeinschaft geben wird, dann wird die NATO de facto quasi das einzige Dach sein, in dem militärische oder quasi militärische Operationen letztendlich stattfinden werden. Und ich sehe irgendwie nicht so wirklich, dass die Amerikaner de facto auch dieses Führungsmonopol irgendwie auch aufgeben werden. Ja. Also ich würde mir in der derzeitigen Situation, nicht weil ich irgendwie irgendwelche Sympathien für Putin habe, also auch schon also eine breitere außenpolitische Debatte wünschen, was denn die amerikanischen Interessen sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese zum Teil, wie ich finde, irritierende Konzentration auf Trump, sozusagen führt doch auch dazu, dass doch bestimmte Entscheidungen in der Biden-Administration gefällt worden sind, die ja auch die europäischen Staaten ziemlich überrascht haben. Also dieser ganz plötzliche Abzug dann auf Afghanistan kam dann irgendwie auch so holter die Polter. Und also so eine wirkliche Gemeinschaft im Sinne von ja, gleichberechtigter Konsultation war das wohl auch nicht. Und deswegen ist meine Vermutung schon die, dass es vermutlich eine Näherung geben wird an die amerikanischen Interessen. Und wohl ist mir dabei nicht, also um vielleicht das irgendwie nochmal was klar zu machen, ich habe keine Lösungen. Ja, also es war eine politische Frage, die ich zum Schluss gestellt habe. Ja, vielleicht sozusagen, weil Lars Döpkin das irgendwie auch aufgebracht hat. Aber ich würde mir im Prinzip schon wünschen, dass sozusagen letztendlich also breitere Debatten auch laufen über das, was Verteidigungsbereitschaft letztendlich auch bedeutet. Vielleicht ein Satz noch dazu. Ich sehe es als ein wahnsinnig großes Defizit an, dass letztendlich diese ganzen Debatten, die seit den 1960er, 70er Jahren
innerhalb der Friedensbewegung, bei den entstehenden Grünen, wo auch immer geführt worden sind, über strukturelle Angriffsfähigkeit, dass darüber sozusagen die letzten 25, 30 Jahre kaum mehr irgendjemand ein Wort verloren hat. Also das heißt sozusagen, wir haben momentan eine Situation, und wir erleben es ja gerade, dass eigentlich quasi die Hochrüstung und die plötzliche Hochrüstung, und wir geben 100 Milliarden der Bundeswehr, quasi das einzige Mittel noch zu sein scheint. Und für jemanden, der wie ich bekenne es, irgendwie auch aus dieser Friedensbewegung kommt, finde ich das einfach ein irritierendes Signal. Ja, und da würde ich irgendwie sozusagen zurückzucken und würde als Sozialwissenschaftler gar nicht normativ sagen, also da müsste man schon noch mal einiges hinterfragen. Mhm. Gerne. Ich liefere vielleicht noch kurz die Frage nach, die Sie ursprünglich gestellt hatten, auf die Wolfgang Knöbel geantwortet hat, dass Sie ja die Situation ins Spiel brachten, dass es 2003 vom damaligen Bundeskanzler ja auch quasi die Entscheidung gegen einen Eintritt in den Irakkrieg oder eine Unterstützung gegeben hat. Also eine andere historische Situation, wo man auch sieht, es gibt historisch gesehen zumindest beobachtbare Alternativen. Darauf haben Sie geantwortet und Sie möchten gerne noch einen Punkt ergänzen. Bitte schön. Im Plenum wurde gesagt, ich wiederhole es nur für die Menschen, die vor dem YouTube-Stream sitzen, dass es so die Wahrnehmung zumindest gibt, dass so etwas wie Friedensforschung oder die intensive Untersuchung mit friedenspolitischen Motiven von Konflikten nicht en vogue ist gerade oder abgenommen hat in seiner Relevanz. Teilen Sie den Eindruck, Herr Knöbel? Naja, ich meine, Hamburg war ja auch mal hier die Uni sozusagen ein Zentrum ganz stark der Friedensforschung. Die gibt es immer noch. Ja, aber insgesamt, glaube ich, ist die Debatte über diese Themen doch ganz stark letztendlich abgeschwächt worden. Und das sind mittlerweile auch an den politikwissenschaftlichen Instituten ganz andere Spieler irgendwie, also die dort tätig sind. Da geht es sehr stark um International Relations und so weiter. Aber diese eher friedensbefördernde Forschung existiert noch, aber bei Weitem nicht mehr in dieser großen Breite, wie das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ja. Wir nehmen Theresa Kolumer-Beck dazu, die sich zwischendurch gemeldet hatte. Ja, vielleicht kurz zu diesem Punkt. Was die Friedensforschung betrifft, hat sich ja viel geändert. Also es hat sich auch das Verhältnis dieser mit den Konflikten befassten Wissenschaften zur Politik selbst verändert. Also dass es heute Friedensgutachten gibt, die in der Bundespressekonferenz vorgestellt werden. Also was praktisch auf eine Nähe dieser wissenschaftlichen Forschung zu sozusagen politischen Akteuren hinweist. Das wäre in dieser frühen Friedensforschung gar nicht möglich. Das war sozusagen nicht möglich gewesen oder vorstellbar, weil das war eine Konfrontationsstellung. Da war Friedensforschung war zivilgesellschaftliches Engagement, das sich in so einer Opposition zu einem im Kalten Krieg stehenden Staat befunden hat. Aber ich finde, was man daran vor allem sieht, ist, dass es eben Forschungsfelder gibt, deren Dynamik extrem von der sozusagen von den Weltereignissen abhängig ist. Also ich selbst bin seit Anfang der 2000er Jahre in diesem Feld tätig und könnte jetzt erzählen, wie sich, seit ich dabei bin, der Gegenstand verändert hat und wie das auch Förderprogrammlinien und so weiter beeinflusst. Und also offensichtlich gibt es da Forschungsfelder, die sind irgendwie anfälliger für diese politischen Konjunkturen, und das ist durchaus auch ein Problem. Was ich eigentlich aber noch zulegen wollte zu dem, was Sie vorgetragen haben, Herr Knöbel, ist, dass mir jetzt bei diesem Wehrpflichtthema noch eine andere Sache unbehaglich ist, dass man nämlich, wie ich finde, gerade auch noch mal wieder sehen kann, wie stark
Irak die Wehrpflicht an, und jetzt komme ich auf was zurück, was ich vorhin gesagt habe, nationalistische Rhetoriken gebunden ist. Also ein Grund, warum eine Wehrpflichtarmee nicht gut für so humanitäre Einsätze ist, ist ja nicht nur, dass das funktional schwierig ist, sondern es ist auch schwierig zu legitimieren, warum Staatsbürger ihr Leben aufs Spiel setzen sollen, um irgendwas in Afghanistan zu erreichen. Und den Spaß mit der Freiheit am Hindukusch, also sozusagen, das haben wir ja alles jetzt oft genug gehört. Und ich finde, man sieht jetzt auch noch mal in der Ukraine selbst, was Wehrpflicht bedeutet. Wehrpflicht bedeutet nämlich, wenn ich mit meiner Familie als Mann mich auf den Weg mache, um das Land zu verlassen und nach Polen, Deutschland, wo auch immer hin zu gelangen, dann werde ich an der Grenze sozusagen aus meinem Fahrzeug geholt und darauf aufmerksam gemacht, dass ich wehrpflichtig bin und meine Frau und Kinder gerne gehen dürfen, aber ich selber da zu bleiben habe. Und der ukrainische Grenzschutz greift in den Grenzgebieten Männer im wehrfähigen Alter auf, und das sind Deserteure, die auch in diesem Sinne zur Verantwortung gezogen werden. Und sozusagen diese, also sozusagen die nationalistischen Effekte und Legitimationsrahmen militärischer Mobilisierung breiter Teile der Bevölkerung, die kann man jetzt gerade noch mal ganz wunderbar beobachten. Und also auch aus diesem Grunde scheint es mir nötig, über diese ganzen Fragen von Verteidigungsfähigkeit noch mal in ganz anderem Rahmen nachzudenken, den man aber vermutlich noch entwickeln muss. Vielleicht, ja, kann ich mal kurz dazu? Also würde ich voll zustimmen. Ich kann sehr gut die Debatten von bestimmten Linken, die auch der Friedensbewegung irgendwie zuneigen, sehr verstehen, die irgendwie vor unheimlichen Dilemmata stehen. Also wenn ich nicht an den deutsch-französischen Atomschirm glaube, der uns rettet, wenn ich gleichzeitig auch Probleme habe, quasi mir vorzustellen, dass sich Deutschland in irgendeiner Weise unter die Fittiche der USA begeben soll, dann bleiben ja jetzt so viele Alternativen zunächst auch mal gar nicht sozusagen übrig. Und es gibt halt mittlerweile auch Leute, die dann irgendwie drüber nachdenken, na gut, also vielleicht Wehrpflicht im nationalstaatlichen Rahmen, strukturelle Nichtangriffsfähigkeit, Milizsystem und so, ob das alles funktionieren wird, ist eine extrem schwierige Frage. Aber ich sehe schon irgendwie auch das ernsthafte Bemühen von zumindest einigen Leuten, quasi in eine andere Richtung zu denken. Und da wäre ich vermutlich, das wäre wahrscheinlich der Unterschied, vielleicht auch gar nicht so groß der Unterschied zu Ihnen, da würde ich sozusagen so ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Vorwurf des Nationalismus, weil an einigen Stellen ist es eine aporetische Situation auch. Ja. Und es gibt keine wirklich universalistische Lösung dazu. Ja. Und die Vorstellung, klar, also eine Miliz zu machen, Sie haben vollkommen recht, da muss man irgendwie die Vorstellung haben, wer ist Teil dieser Miliz und was verteidigt diese Miliz? Die Nation, klar. Aber ich würde so ein bisschen aufpassen und nicht Leute, die darüber nachdenken, allzu vorschnell möglicherweise in eine nationalistische Ecke zu stellen. Also wenn ich Nationalismus sage, meine ich das praktisch in einem sozialwissenschaftlichen Sinn, alles, was sich auf die Nation bezieht. Also nicht, das muss nicht durch ideologisierter Nationalismus im Sinne einer zerstörerischen Ideologie sein. Es geht um diese Form. Vielen Dank. Wir nehmen noch eine letzte Meldung aus dem Plenum hinzu und würden dann zum letzten Impuls kommen. Bitte schön. Genauso schnell gehen wie eben diese 100 Milliarden oder sonst was irgendwie für die NATO verbilligen.
Ja, da ist immer natürlich viel. Nur vielleicht, ich wiederhole es kurz. Oh ja, okay. Im Plenum wird die Befürchtung mitgeteilt oder gesagt, dass es eine starke Aufrüstung absehbar ist und das vor allen Dingen mit einem legitimatorischen Aspekt auch verbunden, nämlich dass die NATO möglicherweise vor einem halben Jahr noch ganz andere Legitimationsfragen zu klären hatte, die nicht diskutiert wurden, so zumindest die Einschätzung aus dem Plenum, und jetzt gewissermaßen durch die aktuellen Ereignisse eine ganz neue Legitimation für so eine Form von Rüstungspolitik erhalten. So habe ich zumindest die Einschätzung verstanden. Herr Knüppel, Sie wollten schon direkt darauf reagieren. Ja, also ich meine, bei Ihnen ist sehr viel Spekulation dahinter, bei mir auch. Ja, also weil wir einfach die Zukunft, genau, also die Zukunft ist blöderweise nie so ganz vorhersehbar. Aber ich würde Ihnen zustimmen, Sie haben vollkommen recht, diese ganzen Einsätze internationaler Art waren ja von so wahnsinnig großem Erfolg, um es vorsichtig zu formulieren, nie so wirklich gekennzeichnet. Wenn ich mir die Konfliktlagen jetzt möglicherweise anschaue, und einige Begriffe fielen ja schon, Seidenstraße, wie auch immer, es wird um Einflusssphären gehen, dann sehe ich, glaube ich, irgendwie an einem bestimmten Punkt durchaus auch die Möglichkeit, dass sozusagen die europäischen Armeen und mit ihnen auch die Bundeswehr also tatsächlich also hier auch weiterhin tätig werden und zwar durchaus stärker tätig werden als möglicherweise in der Vergangenheit. Und ob das eine positive Entwicklung ist, habe ich meine großen Zweifel. Ja. Aber darum scheint es mir eben auch sinnvoll, an einem bestimmten Punkt auch eine ernsthafte und breite außenpolitische Debatte zu führen. Und ich finde es bedrückend, muss ich sagen, wenn ein sozialdemokratischer Kanzler mit 100 Milliarden um sich wirft und offensichtlich auch ohne seinen Fraktionsvorsitzenden überhaupt einzuweihen. Hm. Also weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. So ist zumindest ein Narrativ, was wir gerade haben. Die Friedensbewegung war schon mehrfach Thema, auch jetzt in unserer Diskussion. Svenja, du hast uns einige Eindrücke aus dem Archiv mitgebracht, nicht über die aktuelle Friedensbewegung, sondern über die Friedensbewegung in den 1980er Jahren, mit dem Gedanken, dass wir vielleicht etwas über die heutige Friedensbewegung dadurch erfahren. Wir sind gespannt. Bedeutet gegenüber den 80er Jahren. Die neue Friedensbewegung, wie man sie nennt, entstand Ende der 70er Jahre vor allem aus der Debatte über die taktischen Nuklearwaffen und die sogenannte Nachrüstung. Ab 1979 hat sie sehr stark als Reaktion auf den sogenannten NATO-Beschluss, der eben die Aufstellung neuer atomarer Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II und von Marschflugkörpern in Europa vor. In dieser neuen Friedensbewegung fanden sich dann sowohl Akteure und Akteurinnen der traditionellen Friedensbewegung der 50er und 60er Jahre, unter anderem gab es da Initiativen wie Kampf gegen Atomtod, natürlich die Ostermann.
aber zum Beispiel auch die Deutsche Friedensunion als Partei. In seiner Friedensbewegung kamen verstärkt aber auch viele neue organisatorische, ideologische, unabhängige und dogmatische Gruppen, aber auch lokale Bündnisse und Bürgerinitiativen, die das auch sollen wir einfach meins nehmen. War das dann zum Teil das Umfeld, aus dem man daran sieht man, es gab verschiedene Einflüsse und eigentlich war diese neue Friedensbewegung auch was gesamtgesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Auswirkungen. Es gibt leider Probleme mit deinem. Aber vielleicht ist das schneller als wenn das. Ja. Danke sehr. Besser? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, also diese neue Friedensbewegung hat sich aus sehr vielen Ansatzpunkten gespeist und was eben über das Ziel, den Frieden und die Abrüstung zu wollen, hinaus eine gemeinsame gesellschaftspolitische Ausrichtung oder gar Ideologien betraf, sah es eigentlich nicht so gut aus. Jetzt muss ich gucken. Jawohl. Also dieser Konsens, von dem ich eben sprach, spiegelte sich unter anderem im Krefelder Appell vom November 1980, der die Bundesregierung aufforderte, die Zustimmung zum NATO-Doppelbeschluss zurückzuziehen und stattdessen innerhalb der NATO auf das Ende des Wettrüstens und der Aufrüstung hinzuwirken. Auch hier spiegeln sich bei den Initiatorinnen und Initiatoren sehr unterschiedliche Aspekte wieder. Einmal die, würde sagen, VertreterInnen der klassischen Friedensbewegung, unter anderem Martin Niemöller, Helmut Ritter und aber eben auch neue Akteurinnen und Akteure, unter anderem Petra Kelly und Gerd Bastian, die später auch bei den Grünen aktiv wurden. Ist auf eine Stimmung getroffen und sicherlich auch von Ängsten um was passiert, wenn Atomwaffen stationiert werden oder neue Atomwaffen stationiert werden, Ängsten getroffen. Innerhalb der ersten 6 Monate gab es fast 800.000 Unterschriften und bis 1983, also so lange wie die Unterschriftensammlung lief, haben mehr als 4 Millionen Bundesbürger und Bundesbürgerinnen gezeichnet, darunter auch viele Prominente, die zum Beispiel auch durch Konzerte und andere Solidaritätsaktionen diese Initiative unterstützt haben. Es gab innerhalb dieser entstehenden oder wieder aufkommenden neuen Friedensbewegung sehr viele unterschiedliche Einzelanliegen und auch Protestformen. Also zum Beispiel gab es natürlich den übergeordneten Wunsch nach Frieden, aber auch Protest zum Beispiel gegen konkret einen lokalen Truppenübungsplatz oder bestimmte Waffentransporte oder andere Infrastrukturen, die man mit diesem Krieg verbunden sah. Aber über diese Einzelanliegen und Protestformen hinaus auch ein großes Potenzial zur Massenmobilisierung. Also das war jetzt nicht gut. Komme ich denn zurück? Zurück. Jetzt verrate ich natürlich alles, was nicht gut ist. Wie kann ich denn weiter zurück? Schnell und schmerzlos, damit keiner sieht, was ich vorhabe. Eigentlich sollte da jetzt eine andere kommen, die aber offensichtlich es nicht mehr geschafft hat. Zum Beispiel haben Großdemonstrationen stattgefunden, wie erstmals in diesem Kontext in Hamburg im Juni 81 anlässlich des Deutschen Evangelischen Katholikentags oder eben auch am 10. Oktober 81 im Bonner Hofgarten mit über 300.000 Teilnehmenden. Da soll es jetzt eigentlich ein Foto dieser Demo geben, die bis dahin eine der größten Demonstrationen in der Bundesrepublik darstellten. Das Plakat, was Sie gerade schon gesehen haben, nochmal zurück, gehörte dann zu einer zweiten großen Friedensdemonstration,
die geplant wurde anlässlich des Staatsbesuchs des US-Präsidenten Reagan in Deutschland und eben auch des gleichzeitig oder in diesem Zuge stattfindenden NATO-Gipfeltreffens in Bonn. Und sie war für den 10. Juni organisiert in den Bonner Rheinauen unter dem Motto Aufstehen für den Frieden. In den Bonner Rheinauen deswegen, weil die gesamte rechtsrheinische Innenstadt, linksrheinische Innenstadt, die Innenstadt Bonns wegen des stattfindenden Gipfels zur Sperrzone und zur Spannmeile erklärt wurde. Das ist sozusagen das offizielle Demoplakat oder vielleicht korrekter ein Motiv, das von vielen Gruppen und Initiativen, die teilgenommen haben, genutzt und weiterverbreitet wurden. Und das sicherlich ein immer noch bekanntes und sehr prägnantes Motiv ist. Es gab zu dem Anlass NATO-Gipfel und Reagan-Besuch aber auch viele andere Plakate, sowohl zu der gleichen Friedensdemo, wie das andere Plakat auch aufgerufen hat, aber natürlich Aufrufe zu anderen Protestformen. Wobei dieses Schwerter zu Flugscharen sehr explizit auch ein Zeichen der Solidarität gegenüber der sich in der DDR formierenden Friedensbewegung war, die dieses Logo für sich verwendet haben. Wie gesagt, das zweite Plakat hat eine etwas andere Vorstellung davon, wie man gegen USA und NATO vorgehen sollte. Und da treten eben ganz konkret antiimperialistische Vorstellungen zutage und eben auch in Konflikt zur Friedensbewegung sozusagen die Vorstellung, dass Widerstand eben auch antiimperialistischen Kampf bedeutet und auch oft sehr konkret die Solidarität mit oder Unterstützung von bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus, zum Beispiel in Mittelamerika. Schlagwort war die Initiative Waffen für El Salvador, in der es ganz konkret darum ging, etwas später in den 80er Jahren Geld zu sammeln, um den el salvadorianischen Widerstand mit Waffen auszustatten. Insgesamt gab es, wie ich finde, ein offensichtliches Bemühen dieser neuen Friedensbewegung rund um diese Großdemonstration, trotz aller internen Differenzen und sicherlich auch Konkurrenzen um bestimmte auch politische Einflüsse, den Massencharakter der Bewegung zu betonen. Also wir sind viele, 500.000 waren da und auch eine gemeinsame Identität zu wecken. Wie zum Beispiel also die im Nachhinein gedruckte Dokumentation, das ist eine Broschüre, 500.000 gegen Reagan und NATO zeigt, aber auch ein Plakat, das in unsere Zeit, die der DKP-Zeitung mit verbreitet wurde als Souvenir sozusagen, aber auch der Button, der sicherlich auf der Demonstration, aber auch in deren Umfeld viel im öffentlichen Bild getragen wurde. Sehr ähnliche Designs oder Anlehnungen an das Design wurden dann tatsächlich um 1982, Mitte der 80er Jahre, auch in sehr verschiedenen anderen Gruppen verwendet. Also zum Beispiel das Plakat anlässlich des Katholikentags, für das die Kirche von unten und die Aktion Sühnezeichen verantwortlich zeichnen. Der Aufkleber unten, das Ovale, ist auch von der Aktion Sühnezeichen. Aber auch von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegner, die FGVK, die ein Motiv an die Anlehnung, in Anlehnung an dieses Demo-Plakat-Motiv zum Beispiel für ihre Verweigern-Kampagne benutzten oder auch in dem Button wiederverwendet haben. Genauso haben aber lokale Initiativen und Einzelpersonen das Plakat verwendet, wie Hannover gegen Atomraketen, aber auch schlichtweg Verlage und Druckereien, vermutlich eher aus dem friedensbewegungsnahen Spektrum, haben die Gelegenheit entdeckt, die Plakate zu drucken und zu vertreiben. Aber tatsächlich wurden auch in diesem Umfeld, wir sind immer noch 1982, die traditionellen Embleme und Symbole der Friedensbewegung weiter genutzt, weiter verwendet. Einerseits natürlich das charakteristische Peace-Zeichen, das Friedenssymbol, der ursprünglich das Friedenssymbol der britischen Campaign for Nuclear Disarmament, das zerbrochene Gewehr unten der DFGVK, Schwerter zu Flugscharen, wiederum in Solidarität mit der DDR-Friedensbewegung, die Friedenstaube oder die Taube, lange ein Symbol des Friedens, die in dieser Variante weiß auf blauem Hintergrund, aber dann in den 80er Jahren eigentlich zu dem Symbol der westeuropäischen und vor allen Dingen der deutschen Friedensbewegung wurde, aber auch ganz außen der gelbe Button,
ja, die Anlehnung an das rote Sonne-Logo der Anti-AKW-Bewegung. Und da ist, denke ich, die gewisse inhaltliche Nähe zwischen Friedens- und Umweltbewegung deutlich erkennbar. Schließlich noch eine weitere Auswahl von Plakaten des Jahres 1982. Und ich glaube, die belegen ganz gut oder zeigen ganz gut die Vielfalt der Akteure und Akteurinnen und die Vielfalt einzelner Anliegen innerhalb des breiten Spektrums Frieden und Abrüstung, aber auch unterschiedliche Protestformen und schließlich auch eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Bildsprache. Also natürlich gibt es sehr handgemachte Plakate, zum Teil von kleineren lokalen Initiativen, zum Beispiel der Ärzteinitiative gegen den Atomtod, das ist das Plakat Überleben. Die Überlebenden werden die Toten beneiden. Dieses gelb-orange Plakat hat ein lokales Aktionsbündnis gegen die Waffenmesse ID oder IDEE in Hannover gestaltet. Es gibt aber auch ein sehr professionelles Plakat oben in der Mitte, das vom DGB-Bundesvorstand im Rahmen eines gewerkschaftsnahen Chorfestes inklusive, ich glaube, Tutorials und solchen Dingen gestaltet wurde. Während wiederum sehr lokal und handgemacht die beiden Plakate ganz außen, die lokalen oder von lokalen Gruppen stammen, wir wissen nicht, wer dahinter steckt, die gegen die US-Basis in der Galstädter Heide nördlich von Bremen agitiert und campaigned haben. Oben das grüne Plakat, doch mit deutlichen Anspielungen auf das unbeugsame gallische Dorf, das den Eindringlingen Widerstand leistet. Und bei dem Plakat unten, also auch hier ist nicht bekannt, wer dahinter steckt, wer das initiiert hat. Aber auch wenn im Plakat im kleinen gedruckten dann sozusagen von allen Initiativen aus den betroffenen Dörfern der Region Bremen die Rede ist. Und ich würde vermuten, da sieht man auf dieser Karte einen Pfeil, der zum Naturfreundehaus zeigt, dass möglicherweise auch das Naturfreundehaus nur der geografische Anhaltspunkt war und nicht etwa inhaltlich der Tagungsort. Ja, aber nun zur Gegenwart und zur Frage der heutigen Friedensbewegung, wie sie gestellt war. Oder vielleicht sollte man besser sagen, zu den heutigen Protesten und Solidaritätsbekundungen und die Frage, was denn eine Bewegung ausmacht oder welche Kriterien dazu führen, dass etwas als Bewegung bezeichnet wird. Das würde, glaube ich, zu weit führen. Das ist jetzt meine persönliche Sicht und sicherlich auch durch sehr unmittelbare Eindrücke geprägt und weniger den Luxus der Reflexion mit historischem Abstand. Ich glaube, es gibt einige Parallelen zu den 80ern und der eben sehr grob skizzierten Friedensbewegung. Nämlich einerseits die Heterogenität der Akteurinnen und Akteure, nämlich dass sehr unterschiedliche Einzelpersonen und Gruppen beteiligt sind und sich in dieser sehr konkreten Fragestellung zusammentun. Also auch wenn sie sonst sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie Gesellschaft, Politik und so weiter funktionieren sollten, sich in diesem Minimalkonsens darüber, dass es doch Frieden geben soll und dass es Solidarität mit der Ukraine geben soll, begegnen, also sich einig sind. Auch eine Parallele ist in gewisser Weise, die Zahlen habe ich genannt, die massenhafte Beteiligung an Demonstrationen und natürlich auch an anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Unterschriftensammlungen, nur dass die heute online stattfinden. Bemerkenswert finde ich allerdings, wie sich die Bildsprache traditioneller Friedenssymbole, die Taube, das Peace-Zeichen, mit nationalen Symbolen, vorneweg der ukrainischen Nationalflagge und ihren Farben, vermischen und vereinigen. Das erscheint erstmal merkwürdig, vor allen Dingen, wenn wir aus der Sicht der 80er Jahre schauen, in denen eigentlich nationale Symbole kaum oder keine Rolle spielten und man sich explizit als national, international gesehen hat, von nationalen Interessen und Sicherheitsinteressen losgelöst und ein Menschheitsinteresse des Friedens verlangen sozusagen. Eine Ausnahme vielleicht ist die ablehnende Haltung der amerikanischen Flagge, die oft auch in den eher friedensbewegt pazifistischen Kreisen eine Rolle gespielt hat. Aber möglicherweise ist aus heutiger Sicht die Verbindung eines allgemeinen oder eben auch konkreten Wunsches nach Frieden mit dem Wunsch nach Solidarität mit der Ukraine und damit auch einer gewissen Nähe zu den Symbolen der Ukraine, zu dem die Nationalfarben, die Nationalflagge geworden sind, gar nicht so weit hergeholt. Es stellt sich für mich und ich glaube für uns alle und ich vermute auch für die Teilnehmenden
die Frage über den allgemeinen Wunsch nach Frieden und Solidaritätsbekundungen hinaus, an wen richtet sich die Forderung nach einem Ende des Krieges? Also zum Beispiel hier ist ein Foto von der SchülerInnen-Demo in Hamburg vom 3. März. Unmittelbar an Putin, ja sicherlich, es gibt viele entsprechende Plakate. Aber steckt darin, ähnlich wie in der Friedensbewegung der 80er Jahre, auch eine unmittelbare Aufforderung an die deutsche Politik? Zu was fordert man auf? Die Frage stellt sich auch, was würde in der gegenwärtigen Situation den Frieden bringen? In der Friedensbewegung der 80er Jahre war es irgendwie relativ klar, ja, Abrüstung. Geht Frieden schaffen ohne Waffen, um einen klassischen Slogan der Friedensbewegung zu zitieren? Was bedeutet Solidarität mit der Ukraine, die ja mit diesen aktuellen Protesten sehr eng verbunden sind, über wortreiche Bekundungen hinaus? Und daraus für mich das Dilemma und vielleicht auch für viele von uns, Pazifist oder Pazifistin sein, ist gerade nicht einfach. Danke. Ja, vielen Dank für die Bilder und auch deine Einschätzungen und Eindrücke, die du dazu geäußert hast. Ich kann mir vorstellen, dass es auch aus dem Plenum oder vielleicht auch noch im Chat Einschätzungen, Eindrücke, Fragen, Gedanken dazu gibt. Wolfgang Knöbel, bitteschön. Ja, vielleicht quasi, um die beiden neben mir ins Gespräch zu bringen. Theresa Kolumba-Beck hat ja unter anderem ja auch gesagt, sie hat so eine leichte Bauchschmerzen, ich weiß nicht, was der Begriff war, Unbehagen, wenn die ukrainische Flagge als das zentrale Friedenssymbol irgendwie quasi in diesem derzeitigen Konflikt benutzt wird, also ein nationalistisches Symbol, wie ja jede Flagge ein nationalistisches Symbol ist, kann man sich denn eigentlich, also nur logisch, also gar nicht empirisch, logisch überhaupt was vorstellen, was sozusagen ein vernünftiges Symbol sein könnte? Weil man ja sagen würde, Friedenstaube, okay, also ja, passt immer, ist aber jetzt nicht so wahnsinnig irgendwie adressierend, das war ihr Punkt. Schwerter zu Pflugscharen ist jetzt momentan, glaube ich, ja auch nicht irgendwie in Mitte der Diskussion, sodass man dann also irgendwie dann doch wieder auf die ukrainische Flagge zurückkommt und sagt, naja gut, also andere Ideen fallen uns jetzt momentan schwer ein und auch logisch fallen einem wahrscheinlich da nichts mehr groß ein. Also wir können da eigentlich gar nicht raus aus dieser möglicherweise nationalistischen Mobilisierung für die Ukraine. Theresa, du meldest dich direkt und hast dazu einen Gedanken. Also vielleicht nur eine kurze Antwort darauf. Also dass jetzt mir und Ihnen nichts einfällt, das finde ich jetzt auch irgendwie gar nicht schlimm. Also das ist sozusagen, aber es gibt ja Felder, da ist es praktisch die Aufgabe, kreative Ideen zu haben und Symbole zu entwickeln und so weiter. Und was es gibt ja auch irgendwie Künstler und Künstlerinnen, die auf diesen Märschen laufen und wenn die sich dann einfach die Flagge auf wohin auch immer als Sticker oder wie auch immer anheften, dann verweist das aus meiner Sicht doch sozusagen ja auf das gibt kein Problembewusstsein für diese Form. Und da, glaube ich, ich kann das nicht anders erklären mir als durch eine Geschichtsvergessenheit. Also für die Friedensbewegung, über die du jetzt gesprochen hast, war noch klar, dass Nationalstaaten ein Problem sein können. Und für viele der jüngeren Generationen, die in diesem Teil der Welt groß geworden sind, die haben den Staat immer als eine Lösung für Probleme kennengelernt und deshalb ein viel ungebrocheneres Verhältnis. Und dann ist dann so eine Flagge auch gar kein Problem mehr. Und gerade in Deutschland ist ja seit 2006 und der Fußball-Weltmeisterschaft die Flagge auch wieder ganz normalisiert. Also das war ja sozusagen diesbezüglich so ein bisschen da, die Zeitenwende. Aber ich glaube, da liegt eigentlich ein historisches Vergessen drin. Ich habe mittlerweile 4 Wortmeldungen. Ich kann nicht ganz genau sagen, in welcher Reihenfolge sie aufgeploppt sind, aber ich lege die jetzt einfach selbst fest. Alexander Robe, bitteschön. Selbst schon gemacht haben, nämlich der Umstand, dass diese Welt
nationalstaatlich organisiert ist und das, das Symbol für Nationalstaaten die Fahnen sind. Und ein Charakteristikum dieser Auseinandersetzung ist ja, dass in der Tat Nationalstaatlichkeit ein Problem ist, und zwar für Putin die Nationalstaatlichkeit der Ukraine. Und dass durch die Benutzung der Nationalfarben, das ist das klare Symbol sozusagen dagegen. Und insofern kann ich dem etwas abgewinnen jenseits einem nationalistischen Reflex. Und ich muss auch gestehen, ich war auf der Demo in Berlin und ich habe da nicht nur für den Frieden demonstriert, sondern auch für die Ukraine. Mhm. Also vielleicht für die Menschen vom Stream gibt es die Deutung dieser quasi der ukrainischen Flaggen in Verbindung mit den Friedenssymbolen auch als etwas, was sich gegen den Aggressor richtet, der ja offensichtlich mit dem Nationalstaat Ukraine, so zumindest die Deutung, ein Problem hat. Und vielleicht kann man den Gedanken weitertreiben, was wir hier sehen, ist nicht eine Friedensbewegung, sondern so eine Art Solidaritätsbewegung, die sich dann darin abbildet. Lars Döpking, du hast dich auch gemeldet. Ja, Lars Döpking unterstreicht die Situation, wo offensichtlich oder die Deutung wäre, dass Neutralität aktuell etwas ist, was uns schwer geben kann. Die ukrainische Flagge unterstreicht so etwas vielleicht auch eben tatsächlich mit diesem Gedanken der Solidarität. Aaron Saar, du hast dich auch gemeldet. Ich habe auch erst so ein bisschen gezuckt, als du sozusagen geschichtsvergessen gesagt hast, ne? Weil ich eben irgendwie sage, das finde ich irgendwie, nimmt den Kontext dieser Fahnenäußerung jetzt nicht ernst, weil da wird eben ein demokratischer, ein souveräner Staat, wird seine Souveränität aberkannt und wir wollen das nicht. Wir wollen diese Fahne in einem positiven Sinne zeigen, sagen, wenn die souverän sein wollen, dürfen die das. Aber verweist uns das nicht in Bezug auf den Vortrag nochmal auf die Frage, dass das vielleicht völlig unterschiedliche Situationen sind. Also für mich ist das ja auch so ein bisschen Generationenbewältigung. Ja, meine Eltern waren gegen die Pershings irgendwie auf der Straße und da war halt in dem Land, in dem sie demonstriert haben, Frieden. Und es war auch nicht ein konkreter Krieg. Es hat natürlich Stellvertreterkriege stattgefunden, aber das waren ja auch Teile der Beispiele, Proteste gegen, wir wollen nicht, dass ein Krieg ausbricht. Und man ist einfach in einer anderen Situation, wenn man sagt, naja, da schießt aber jemand Kinderkrankenhäuser zusammen und es soll irgendwie aufhören. Und alles, was mir einfällt, ist halt zumindest irgendwie meine Freizeit zu opfern, um auf die Straße zu gehen. Also, ja. Ist es also sozusagen... ist es jetzt gerade in dem Moment fruchtbar, wirklich diese, und das ist gar nicht gegen deinen Vortrag, das ist ja sozusagen verweisend auf, ist es gerade fruchtbar, diese Bewegung miteinander zu vergleichen? Sind es nicht andere Situationen? Große Teile der Friedensbewegung haben ja als sehr weit entfernt wahrgenommene Kriege oder in Situationen, wo sie sich nicht im Krieg gefühlt haben, sozusagen. Es ist vielleicht einfach eine andere Situation, die uns einfach darauf verweist, dass die Einordnung dieser Bewegung eben eine völlig andere sein wird, wenn der Krieg schnell vorbei ist und dann die Leute nicht weiter gegen Abrüstung, sondern sagen, und damit das nicht nochmal passiert, ist es ja super, dass wir jetzt die 100 Milliarden in die Grundgesetz geschrieben haben, damit wir jedes Jahr die Flugzeuge von den USA kaufen können. Dann würden wir das hypothetisch nicht mehr als eine Friedensbewegung irgendwie einordnen. Ne? Also ich glaube tatsächlich auch, dass der Begriff Bewegung irgendwie relativ fehl am Platze ist für das, was da passiert. Das ist irgendwie alles sehr spontan und auch wenig koordiniert oder durch gemeinsam explizit formulierte Ziele gesteuert. Ich glaube, dass gerade in dieser Situation, wo ja auch relativ spontan demonstriert wird, vielleicht die Nationalflagge einfach das am schnellsten verfügbare Symbol ist, auf das man sich im Rahmen von so einem Minimalkonsens, also Solidarität mit der Ukraine und gegen den Krieg irgendwie einigen konnte. Und das fest irgendwie keinen an, es ist verfügbar, man braucht sicherlich auch gewisse Symbole, um diesen Konsens, den man zumindest in dem Bereich hat, noch außen auch darstellen zu können und Identität stiften zu bilden, wie auch immer, als Emblem sozusagen.
Und da ist das die erste Reaktion, ob sich da noch weitere kreativere Spielarten daraus entwickeln. Also zum Beispiel taucht ja auch oft die Sonnenblume auf oder in meiner Wahrnehmung immer häufiger, die jetzt nicht unmittelbar ein nationalstaatliches Symbol ist, sondern sich eher aus Kultur und Folklore und so weiter wie immer speist. Aber ich glaube, das wird sich auch noch differenzieren und das waren sozusagen die Symbole, die einfach verfügbar waren. Ich glaube, dass der Hinweis von Alexander Hobe und das Döppling ein anderer war. Die demonstrieren nicht für Frieden, die demonstrieren dafür, dass Putin verlieren soll. Und da ist die Fahne nicht das zufällige Symbol, das gerade als Minimalkonsens verfügbar war, sondern ist, Frieden ist nur das Wort, was wir benutzen, wenn wir Putin verlieren meinen. Ja, und das ist was anderes als die das ist was ganz anderes als die Friedensbewegung. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die Fahne sozusagen hier nur das verfügbarste Symbol war oder nicht das eigentliche Symbol, auf das man dann die Friedenstaube und das Peace-Symbol ist jetzt nur die Übersetzung, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat, aber auf die man das nur draufdrückt, wenn man sagt, naja, was ich meine ist Frieden, aber was ich eigentlich meine ist Niederlage. Ja. Aber ich habe jetzt noch 5 Wortmeldungen, die damit würde ich, wenn Sie einverstanden sind, auch ein bisschen die Liste schließen mit Blick auf den fortgeschrittenen Abend. Zunächst Philipp Müller, bitteschön. Philipp Müller gibt zu bedenken, dass es da Kontinuitäten gibt, die da durch die Friedenssymbolik auch hervorgehoben wird, im Unterschied zu der vielleicht Deutung, dass da gewissermaßen eigentlich das ukrainische Nationalsymbol im Vordergrund steht. Wolfgang Knöbel. Ja, im Prinzip eigentlich gar nichts Neues. Ich meine, mir leuchtet der Punkt von Herrn Hobe irgendwie ein und auch von Herrn Saar. Die Konflikte in den 80er Jahren waren vollkommen andere als jetzt der Konflikt in der Ukraine, auch aus der Wahrnehmung der Friedensbewegung. Also es waren ganz andere Topoi, die letztendlich dort verhandelt wurden. Und von daher ist es irgendwie natürlich wahnsinnig schwer zu vergleichen. Also vergleichen kann man alles, aber irgendwie aneinander zu binden. Aber ich habe schon auch, also vielleicht wie Theresa Kolomer-Beck, irgendwie sozusagen irgendwie ein komisches Gefühl. Mir leuchtet ein, es ist ein leicht verfügbares Symbol. Mir leuchtet ein, man will die demokratische Souveränität der Ukraine verteidigen. Das leuchtet mir alles ein. Aber de facto ist es ja doch so, dass es jetzt, ich würde sagen, innerhalb unheimlich kurzer Zeit die Rede vom Nationalstaat als Problem quasi umschwenkt zum demokratischen, souveränen Nationalstaat als Lösung. Ich habe jetzt da selber gar keine normative Position dazu, dass das entweder gut oder entweder schlecht ist. Ich finde nur, dass es sozusagen eine enorme Diskursverschiebung ist, über die man sich irgendwie auch Gedanken machen sollte. Theresa Kolomer-Beck. Ja, 2 Punkte. Also das eine ist, was die alltagsweltliche Anbindung dieser Friedensbewegung, von der wir jetzt gehört haben, und das, was jetzt passiert, betrifft, würde ich dein Argument, dass das sozusagen alltagsweltlich ganz unterschiedlich ist, dem würde ich widersprechen. Also ich bin noch aufgewachsen in der Zeit, wo man Angst vorm Atomkrieg hatte, weil es sozusagen die Atomwaffen auf den unterschiedlichen Seiten der Grenze gab. Also ich habe sozusagen östlich der Mauer gelebt und das hatte eine ähnliche Präsenz in meinem kindlichen Leben, wie jetzt man sieht, dass Kinder Angst haben, dass der dritte Weltkrieg kommt. Mhm. Nochmal jenseits aller Geopolitik. Also wie Konflikte eine Präsenz im Leben von Menschen gewinnen. Ich glaube, das sind so Fragen, die muss man im empirischen Detail sich angucken. Aber der eigentliche Punkt, der mir wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, also gerade eben wurde gesagt, ich war in Berlin auch auf der Demo und habe für die Ukraine, ich wollte für die Ukraine demonstrieren und nicht nur für den Frieden. Das finde ich absolut nachvollziehbar, aber ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, als zivilgesellschaftlicher Akteur für die Verteidigung eines Nationalstaates zu demonstrieren und nicht für die Verteidigung der Menschen oder sich zu solidarisieren mit dem Staat und nicht mit den Menschen, die da sind. Also sozusagen, ich solidarisiere mich mit den Menschen in der Ukraine, ist für mich sozusagen ein anderer Satz, als ich solidarisiere mich mit der Ukraine. Also das ist extrem folgenreich. Und ich finde jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, das ist vielleicht gar nicht zufällig, sondern es geht genau darum,
Vielleicht ist das so, finde ich auch plausibel, und vielleicht ist es in manchen Fällen, und das meinte ich mit Geschichtsvergessenheit, aber sozusagen ein fehlendes Bewusstsein für bestimmte Nuancen. Aber vielleicht ist es auch so gemeint. Auch ganz kurz, weil ansonsten würde ich gerne so ein bisschen die, die Gedanken weiter einsammeln hier. Ich will nur zu bedenken geben, dass es also ich weiß nicht sozusagen, wohin einen der Hinweis auf sozusagen Nuancen oder Geschichtssprache in dem Moment führt, wo man einen Akteur adressiert, der natürlich eine Konstruktion ist, aber den man jetzt gerade adressieren kann. Und das ist sozusagen ein Apparat, der versucht zu verhindern, dass Häuser zerbombt werden. Den adressiert man. Und jetzt Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu verkünden, ist, das kann man ja machen, aber das ist ja was anderes, als zu sagen, ich will, dass dieser Apparat gegen den anderen Apparat gewinnt. Und das, glaube ich, machen da mehr Leute, als das, das hat meine Einschätzung, ich kenne es ja nicht aus, aber das war mein Eindruck auch von den Plakaten und wie gesagt, nur sozusagen generationale Beobachtung der eigenen Familie. Das war ein Gedanke, den hatten die Pershing-Demonstranten gar nicht. Ja, weil die hatten ja keinen Apparat. Genau. Die hatten zwei Apparate, die sollten nicht ausbrechen. Aber das hat ja keinen Ort in dem Moment, wo die schon kämpfen. Ja, aber aus meiner Sicht hat das nichts mit der Ukraine zu tun, sondern mit der veränderten Herrschaftskonstellation. Das, was du beschreibst, ist sozusagen eine Zivilgesellschaft, die in so einem ganz wunderbaren gramschischen Sinne Teil des staatlichen Herrschaftsapparats geworden ist. Und das kann man gut finden. Also sozusagen, das ist eine normative Positionierung, die ich persönlich nicht teile. Ja, aber dass das Ganze auch Gefahren hat, sozusagen die Gefahren von Nationalstaatlichkeit oder Staatlichkeit an sich auch zu übersehen, das gilt ja immer. Aber ich finde es sozusagen einen hilflosen Hinweis für jemanden, der sagt, ich will jetzt, dass Putin verliert. Der sagt dann, ja, aber du musst, dein Nationalstaat könnte auch böse sein. Ja, klar. Aber das finde ich irgendwie, das finde ich keine neutralere Beobachtung der Situation. Aber ja, das würde ich ja gar nicht beanspruchen, dass das neutraler ist. Ja, deswegen finde ich nur sozusagen eine andere normative Position. Ja, und über diese Unterschiede haben wir jetzt, glaube ich, leider keine Zeit, das nochmal auszudifferenzieren. Aber es wäre interessant, was da jeweils für normativer Kern drinsteckt. Ich glaube, dass wir das als produktive Differenz auf jeden Fall erstmal registrieren sollten. Ich würde jetzt Vera Linke noch dazu nehmen. Bitte schön. Aus dem Plenum wird zu bedenken gegeben, dass ja auch etwas, was man eben auf den Bildern nicht sehen kann, nämlich die Reden, die auch auf Veranstaltungen stattfinden, durchaus auch eine Bewaffnung fordern. Und der Gedanke, der hier äußert ist, dass eben Frieden als solches einen Wert darstellt, dessen Erreichen als solches ja auch nicht unbedingt eindeutig ist und dementsprechend umstritten ist und auch letztendlich zu einem scheinbaren Paradox Frieden durch Waffen führen kann. Wenn es nicht unmittelbar Reaktionen aus der Runde gibt, würde ich gerne Laura Wolters noch mit in die Runde nehmen. Negativen, ich glaube, du hast es eben auch erwähnt, in so einer negativen Logik. Ich finde, das muss man eben, gerade wenn man jetzt sagt, es ist keine
Im Plenum wird noch beschrieben, dass es 2003 ja auch eine große Kundgebung gab ohne nationale Symbolik und das nochmal eine weitere Vergleichsperspektive eröffnet. Das ist auch mittlerweile fast 20 Jahre her, aber wir haben hier zumindest das Erklärungsproblem, wie wir, das ist ja auch die Kontroverse, die sich hier kurz ergeben hat, wie wir letztendlich die nationalen Symbole hier zu deuten haben. Als letzte Meldung möchte ich Sie gerne mit dazu nehmen. Ach, Leslie, du bist das. Ja, Leslie, bitteschön. Ich konnte dich mit der Maske gar nicht gut sehen. Gut, dass es mir noch gelungen ist. Leslie, bitteschön. Ich wiederhole auch kurz den Punkt auch für die Zuschauerinnen bei YouTube. Zum einen der Gedanke, dass man auch über den Slogan Another World is Possible auch nochmal die Heterogenität der Bewegung oder zumindest der Veranstaltung sieht und auch nochmal ganz andere Horizonte mit Blick auf die Klimabewegung, die da hier aufgerufen werden, ist also da auch neue Formen der Bewegungskultur oder so etwas gibt, die hier noch mit reinspielt. Und dann der letzte Gedanke, der die Frage der eigenen Betroffenheit aufwirft, die eigene Betroffenheit in 1980er Jahren von dem möglichen Atomkrieg, Atomtod und das ein Aspekt ist, der sozusagen Einschätzung aus dem Plenum heute Abend vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, aber ein relevanter Aspekt ist nämlich die eigene Erfahrung auch quasi zu nutzen, auch als Gegenstand dieser Betrachtung von Fragen, die wir uns stellen zum Krieg in der Ukraine. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Ich bedanke mich bei allen Referentinnen für die interessanten Impulse. Ich bedanke mich für die auch durchaus manche kontroverse Einschätzung, die wir haben. Auch so etwas regt ja wiederum weiteres Fragen an. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und kommen Sie einfach bei der nächsten Veranstaltung, die das Hamburger Institut für Sozialforschung schon am Dienstagabend zu einem Buch von Aaron Saar hier veranstaltet, einfach wieder. Dann können Sie weitere Fragen und Antworten diskutieren. Einen schönen Abend wünsche ich.